Hier ist das große BB-Radio Mitternachtstalk Spezial. Wir sind ja als BB-Radio der erste Radiosender in Deutschland, der das Projekt Stop Mobbing von Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl unterstützt. Carsten Stahl ist da. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir haben für diese Kampagne einen prominenten Unterstützer und da freue ich mich sehr, weil er kommt aus einer völlig anderen Art. Er ist Deutschlands erfolgreichster Comedian. Absolut zu Recht. Absolut. Hier ist Mario Barth. Ich finde das toll, dass wir jetzt zusammengekommen sind, um mal über so ein ernstes Thema auch mal so ein bisschen von einer anderen Sichtweise zu berichten. Ich versuche trotzdem ein bisschen Ernsthaftigkeit muss auch ernst, sein, aber ein bisschen Humor muss auch sein. Aber auch ernst. Ja, wir müssen aber dieses Thema auf jeden Fall mal aufs Plateau bringen. Dafür aber ich bin zufrieden, dass ich nicht der Einzige bin, der so bescheiden ist, der heute hier ist. Weißt du? Ich bin nämlich der bekannteste Anti-Mobbing-Coach der Welt. Ja. Und dazu der bekannteste... Sag ich dir Kunst auch. Ist doch recht. Gut. Ich bin der bekannteste, erfolgreichste, ich bin der Beste, ich bin der Geilste. Ich sehe auch toll aus. Also muss man einfach mal sagen. Verstehst du? Das ist einfach, ihr seid ja nie da, wenn ich dusche. Was ist das jetzt Make-up oder ohne? Verstehst du? Das ist einfach, wenn ich hier bin. Teilweise werde ich nachts wach. Du, und trotz Corona auch ordentlich frisiert, also halbwegs zumindest. Ja, Carsten sieht ja wieder aus wie ein Mensch. Ja. Wir werden nachher drüber reden, was der Herr Pocher hat sich ja so ein bisschen verkleidet. Wer? Wie Carsten Stahl. Reden wir nachher drüber. Wer bitte? Kenn ich den? Gut. Also wir reden erstmal über das Thema Stoppt Mobbing. So. Wichtiges Thema. Carsten, du darfst gleich erzählen, warum du überhaupt dieses Thema irgendwann mal begonnen hast, zu deinem Thema zu machen. Aber vorher fragen wir mal erstmal, wie bist du dazu gekommen, diese Kampagne zu unterstützen? Warum ist es dir so wichtig? Also, ich kann dir nicht genau sagen. Und zwar gab es ja Assis unter Palmen, diese wunderbare Sendung. Und kann ja jeder machen. Also es läuft ja jetzt auch Temptation Island oder Leave und so bei RTL. Also ich bin ja jetzt überhaupt nicht, dass ich sage, ich bin jetzt gegen Sat.1. So, überhaupt nicht. Und ich hab das abends durch Seppen halt das gesehen und war persönlich, ich glaube, ich war gar nicht der Einzige, ich glaube ganz, ganz viele Zuschauer, haben das sehr befremdlich gefunden, wie das da so abläuft. Ich habe die vorherigen Folgen nicht gesehen, daher wusste ich gar nicht, ist das jetzt immer so, aber es war augenscheinlich, gab es zufällig, genau diese Folge mir angeguckt, was eigentlich zu dem Eklat führte, ja. Und ich habe halt diese Situation gehabt, wo diese eine blonde Mäuschen, ich kannte die auch alle nicht, die sind ja alle zu Prominente, aber früher kannte man ja Prominente, das ist ja der Unterschied zu 80er Jahre. Das ist ja, wenn man heute Prominente, muss man einen Namen drunter, wurde Sechster bei DSDS, wurde der Sechster bei der Erstauswahl in Erfurt, also da ist der ja schon prominent, weißt du? Und dann war die da und ich dachte, was machen die da, warum lassen die diese Mädel, die Namen habe ich schon wieder vergessen, Claudia, wie auch immer, warum lassen die nicht pennen? Also was soll das? Und dann machten die absichtlich laut mit Chipstüten und das wär mir persönlich auch viel zu blöde gewesen. Und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet und habe dann über Instagram gesehen, dass es ein Anti-Mobbing, Stop-Mobbing so halt überhaupt gibt. Ich kannte das ja gar nicht. Also mit Mobbing hast du ja nicht täglich zu tun. Was ist Mobbing? Also ist Mobbing beleidigt werden? Ist Mobbing, wenn man anders behandelt wird? Ist Mobbing Zweiklassengesellschaft? Ist das schon Mobbing? Also aber ist das auch wiederum richtig, dass der kleine dicke Karl oder nennt man Axel oder Thorsten, ist auch Wurst, eine Teilnehmerurkunde bekommt, weil er den Sportplatz gefunden hat? Also ist das gut fürs Kind auch? Der freut sich und die Eltern sagen, wow, toll, der kleine Felix, ja, der war ja auch, der ist ja sehr, sehr dick und der hat Stoffwechsel und auch ganz, ganz wahnsinnig schwere Knochen. Es liegt also überhaupt nicht an der Fertiglasagne von Kaufland, sondern es ist leider dicker. Und dann bekommt er eine Urkunde, weil er den Sportplatz gefunden hat. Und also was ist Mobbing? Und dann habe ich mich so ein bisschen reingefriemelt in das Thema, bin überhaupt kein Profi, gar nicht, null. Und dann kam ich auf Carsten Stahl gesagt und da habe ich mir ein paar Videos angeguckt und denke, ja, und dann hatten wir telefoniert. Ich habe dann gesimst. Über Instagram kann man ja E-Mails verschicken. Und dann haben wir uns connected. Und dann sagte mir Carsten erstmal, dass sich wirklich jeder zweite Tag, das wusste ich nicht, also ich glaube, das wäre jetzt so gut wie keiner, dass jeder zweite Tag sich ein Kind oder Jugendlicher aufgrund von Mobbing umbringt. Das will man ja kaum, also das habe ich ja gar nicht gesagt, wie, 300, was haben wir für 356 Tage? So. Also wie viele Kinder sind denn? Das sind eine Menge. Jedes Jahr! Deswegen und ich rede nur von Deutschland. Also ich rede nicht von der Welt. Dass man sagt, na komm, wir haben 8 Milliarden Einwohner und so. Komm, ja, 150 Kinder. Aber wir reden von Deutschland. Also und vor allem ein Land. Und das ist so, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so pass mal auf, jetzt reicht's langsam. Da sitzen die ganzen Politiker in Talkshows und sagen, wie reich wir sind. Wir sind ein, was wir auch sind. Wir sind ein reiches Land. Also machen wir uns nichts vor. Auch jetzt durch die Corona-Krise sehen wir das wieder. Wir sind mit Abstand das geilste Land auf der ganzen Welt. Das kann man ruhig sagen. Da kann man stolz sein und sagen, super. Aber gerade in diesem Land, wo man sagt, ey, warte mal ganz kurz, also mobben, schubsen, beleidigen,
Dicker, fetter Sack, du stinkst oder was auch immer da immer so für Wörter fallen. Okay, das muss man einzeln unterscheiden, muss man gucken, da kennt sich Carsten besser aus. Aber wenn es dann so weit kommt und das muss man sich mal einfach mal in der Birne mal versuchen, gerade zu sagen, was muss passieren? Also ich war ja auch Kind. Was hätte passieren müssen, dass ich sage, ich beende mein Leben? Verstehst du? Also nicht, ich habe jetzt eine Schlägerei und dann ist es dumm gelaufen und ich bin dann auf eine Bordsteinkante geflogen, habe einen Schädelbasisbruch, bin tot. Das ist auch nicht besser, das Ergebnis ist selber. Aber was muss in einem Menschen abgehen, dass der für sich selber entscheidet, so Freunde, ich verlasse meine Geschwister, ich verlasse meine Eltern, ich verlasse meine, vielleicht hat der ja sogar ein oder zwei Freunde, ich verlasse die, ich beende das. Und da war der Punkt, wo ich auch mit Carsten und natürlich, ich habe das auch alles durchgelesen und die Art und Weise ist eventuell, stößt dem einen oder anderen auf. Aber ich möchte eine kleine Geschichte vorweg erzählen, welche Zeit habe ich. Na klar, wir haben Zeit. Ich unterstütze ja die Arche, ja. Bernd Segelko. Und ich gehe jedes Jahr vor Weihnachten mit 200, 250 Kindern ins Kino. Und der Kinobetreiber sagt, komm, kriegst den Saal so. Der Filmbetreiber sagt, kriegst den Film so. Schnellrestaurant, man darf ja keine Werbung machen. Ja? Schnellrestaurant sagt, komm vorbei. Danach machen die den Laden noch erstmal zu, weil 250 Kinder in so einem Laden am Potsdamer Platz, da hast du zu tun. Und dann stehe ich, während der Film drinnen läuft, stehe ich mit Bernd draußen und da kommt ein Junge raus. Der war 13, 14. Und Bernd sagt, na Arschloch, willst du auf der Fresse? Und der Junge antwortet, und jetzt kommt das Spannende, der Junge antwortet, nö, ich hol mir nur Popcorn. Holt sich Popcorn und geht wieder rein. Und ich sage zu Bernd, sag mal, was war denn gerade? Sag mal, was war denn das gerade? Dann sagt er, was meinst du denn? Ich sage, hast du gerade Arschloch gesagt? Sagt er, ja. Ich sage, und dann hast du ihn noch gefragt, ob du auf die Fresse will? Sagt er, ja. Sagt er, aber wisst ihr, was viel spannender ist? Seine Antwort. Und dann sagt er, du hast völlig recht, das ist eigentlich das, was mich am meisten schockiert hat. Diese Antwort auf, na Arschloch, willst du auf die Fresse? War? Nö, ich hole mir nur Popcorn. Und da fing das an, dass ich das verstanden habe. Und Bernd sagte, Mario, ich muss doch erstmal auf die Ebene, auf Augenhöhe von dem Kind kommen. Und wenn ich zu dir sage, na Arschloch, da wäre bei mir schon die Frage nach auf der Fresse wäre bei mir schon beendet, weil wenn einer sagt, na Arschloch, würde ich sagen, warte mal ganz kurz, wie nennst du mich denn? Also, weil für mich ist das fremd. Also, keiner nennt mich Arschloch. Also, ich kenne nicht in meinem Freund, na Arschloch, hier ist ans Telefon, wir sagen, bist du bescheuert? Aber der Junge, der ist gar nicht auf dieses Wort, na Arschloch, der ist gar nicht drauf, der kennt es, das ist für ihn wie Normalität. Taschen, ja. Na, wie ist es? So. Und dann die Frage, willst du auf die Fresse, beantwortet der mit, nee, ich hole mir nur Popcorn. Und da hat das Klick gemacht. Natürlich war das für einen Außenstehenden. In dem Moment war ich, dachte ich, Alter, was ist denn das für ein Typ? Weil du das ja nicht verstehst. Entschuldige, du kannst ja einen 14-Jährigen nicht beleidigen und dann auch noch androhen, das ist auf der Fresse aus. Und Bernd sagte, das tue ich doch gar nicht, sondern ich spreche seine Sprache. Da läuft jeden Tag, hört er sich von seiner Mutter oder von seinem angeblichen Vater, vielleicht hat er auch gar keinen, der sagt, wisst ihr, was die für Probleme haben? Das ist egal, wurde von der Presse so ein bisschen kritisiert, weil wir ja, bevor wir da ins Kino gegangen sind, zu McDonald's und dann, wie können die armen Kinder, um Gottes Willen, die armen Kinder, wo ich dann den Leuten gesagt habe, wenn das Fastfood das einzige Problem wäre, dann wäre das echt ein Problem. Aber das ist das geringste Problem, was die Kinder haben. Ja? Und genauso ist das. Ich habe mir natürlich auch einige Instagram-Videos angeguckt von Carsten. Und laut, der Blick, Körpersprache, nach vorne, aggressiv oder Leidenschaft. Das weiß man immer nicht. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem und man würde ihn ja auch nicht hören, wenn er leise wäre. Das ist einfach so. Nein, vor allem auch Aggression ist ein Stück weit auch was. Also was ist Aggression? Also von was sprechen wir Aggression? Jeder ist doch mal aggressiv. Man ist doch, wenn ich verzweifelt. Also wann bin ich denn aggressiv, wenn ich verzweifelt bin? Also dräng doch mal einen Hund oder einen Löwe oder irgendeinen in die Ecke, dann fängt er an, dich zu beißen. Der liebste Hund fängt an, dich zu beißen, weil das ist seine letzte Chance. Und wenn du, jeder Mensch, ganz ehrlich, und dank, ich bin der Christ, ja, und wer frei von Sünde ist, wirft den ersten Stein. Geiler Satz von ganz, ganz früher, ja, ging um Ehebruch, lange Geschichte. Und wenn wir uns wirklich, mal wirklich ernsthaft darüber denken, wer war noch nie aggressiv in seinem Leben? Also auch zu sich selbst eventuell. Oder im Auto, wenn er am Straßenverkehr ist. Und es kriegt gar keiner mit.
Aber Aggression ist doch, das ist das letzte Ventil, bevor du körperliche Gewalt anwendest. Diese Verzweiflung, dieses, rafft das überhaupt einer, dass alle zwei Tage, geht schon, begreift, wir diskutieren allen Ernstes über irgendwelche Brücken, die in irgendeinem bescheuerten Wald stehen, wo zum Schluss erst gecheckt wird, wem gehört das Grundstück. Wir verballern Milliarden an Steuergeldern für Schrott, für Kunst am Bau. Das ist etwas, da krieg ich einen Ausraster. Kunst am Bau, sind die bescheuert? Wir haben keine Kohle für so einen Schrott. Ich habe nichts gegen Kunst. Ich finde Kunst geil, aber das muss man sich leisten können. Ich kann mir auch kein Haus bauen und kaufe mir als erstes einen Dali oder einen Picasso. Kein Dach, scheiß aufs Dach, wenn es regnet, ist halt Pech, aber ich habe einen Picasso. Das geht nicht. So, ich muss erst mal gucken, dass ich alles im Griff habe. Und wenn ich dann alles im Griff habe und habe genug Kohle übrig, dann kann ich auch Kunst kaufen. Und wenn ich dann höre, und da habe ich mich halt eingelesen, und es sind ja Fakten. Es sind ja Fakten, also es ist ja nicht irgendwie, ah, ich glaube das, wie bei Corona, sondern es sind ja Fakten, dass alle zwei Tage sich ein Kind umbringt. Und das ist indiskutabel, Punkt. Da braucht man nicht weiter, das geht nicht, das müssen wir beenden. Absolut. Punkt. Deshalb machen wir das auch gemeinsam hier. Und das war auch der Grund, warum wir als Radiosender damals gesagt haben, wir unterstützen Carsten Stahl dabei. Weil am Anfang, als er damit begann, vor 7 Jahren war es, glaube ich, Carsten, da hattest du noch nicht so viele Leute, die dir zugehört haben. Und dann hat Carsten seine Geschichte erzählt, die er jetzt auch erzählen darf, warum er überhaupt dazu gekommen ist, diese Kampagne überhaupt ins Leben zu rufen. Weil er selbst ist gemobbtes Kind. Ich auch, bei mir war es nicht so schlimm. Mir haben sie damals auf die Fresse gehauen, weil ich klein und dick war. Gut, Ich am Boden lag damals, war erledigt. Ne? Dann war Feierabend. Damals war das so. Da war Feierabend, ja. Und als ich dann irgendwann selbst angefangen habe, Sport zu machen, mich gewehrt habe, war auch Feierabend, habe ich einen umgetockt und dann war gut. Ne? Mhm. Das war bei Carsten viel, viel schlimmer. Die Geschichte muss man sich anhören, für alle, die das noch nicht gehört haben. Es ist eine ganz furchtbare Geschichte. Carsten, erzähl sie bitte. Ja, also erstmal ist es ja eine Sache, wie man heute wirkt. Dann können sich ja manche gar nicht vorstellen, dass man selber Opfer von Mobbing war oder von Gewalt oder von Vorurteilen. Und wenn man mich heute sieht, ich bin groß, ich bin kräftig, ich bin laut und ich habe einen Blick, wo der ein oder andere schon denkt, oh, der muss schon eine Menge erlebt haben. Ja, das habe ich. Und das fing schon sehr, sehr früh an. Ich war sehr früh ein Opfer von Gewalt und Mobbing, nicht von zu Hause. Ja, da hatte ich beschützte zu Hause, wie man es halt haben kann in der Köln. Wir haben auch, nicht alles gehabt, aber wir haben ein vernünftiges Leben gehabt. Aber in der Straße und vor allen Dingen die Schule, kein Ort des Schutzes ist oder von Schutzbefohlenen, dann wird es halt kritisch. Und ich war, muss man sich heute halt vorstellen, ich war ein kleiner Junge, ich war 10 Jahre alt. Ich hatte rötliche Haare, also früher sehr rötliche, viele rötliche Pigmente, auch viele Sommersprossen im Gesicht und war ein bisschen kleiner, ein bisschen dicker. Und man hat halt immer in der Klasse, was halt der Dicki, die Fette, Specki, das fanden die immer schon lustig, fühlte sich für mich schon scheiße an. Aber da wurde ich, sagen wir mal, habe ich da irgendwie mit gemacht, mit gelacht. Musste man ja mitleben, irgendwie hatten sie auch recht. Ja, aber es gab halt an der Schule eine Gruppe von 5 Jungs. Das war so die, sagen wir mal, die angesagten Jungs, also die auch wirklich Scheiße gebaut haben. Die waren so zwischen 15 und 13. Und der Älteste, das war schon ein ganz schöner Brecher. Und der war halt, sagen wir mal, auf der Schule, der hat halt eigentlich alle unter Kontrolle gehabt. Selbst die Lehrer haben Schiss vor denen gehabt. Das war halt eine absolut außer Rand und Band. Und diese Gruppe, die hat sich halt immer nach der Schule getroffen vom Schulhof und so und haben halt sich da abgehangen, haben gerucht und was auch immer, haben jede Regel gebrochen, die damals schon ab. Ja, und irgendwann bin ich halt da raus mit meinen Schulkameraden und lauf an der Gruppe vorbei und für immer sagt der Anführer war, ey, Fetzack, wo willst du denn hin? Ich hab ja nicht reagiert, der sagt, ey, Fetzack, ich mein dich. Und da dreht mich um, ich sag, ja, dich. Und wie sie das halt sagen, kommen sie auf mich zu und umzingeln mich. Ja, also wirklich um 5 Leute um mich rum und fangen an, mich ja links. Der Traurige ist daran, und da sehen wir halt diese Angst, dieses Wegschauen. Meine Klassenkameraden, weg, alle weggerannt, Huss, nicht Icke, keine Hilfe holt, ja nicht. Und alle anderen starren Blick schön zur Seite weitergelaufen. Und ich stand da in der Mitte, der kleine Junge von den großen Jungs, der größte war mindestens 2 Köpfe größer als ich. Und dann fingen die an, mich hin und her zu schubsen. So, pop, 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 wie so ein Ball. Ich, kleiner Junge, die waren ja alle groß und kräftig, schubsten mich hin und her. Und Beleidigung, also alles Mögliche hast du da gehört. Da war damals Hurensohn noch nicht bekannt, das hat da schon gehört. Hurensohn, Bastard und Fettsack, immer wie du aussiehst und so was alles. Und na, irgendwann schubsten die mich hin und her und der Große schubst ein bisschen doller, der andere konnte nicht halten. Und ich fall zu Boden. Und wie ich am Boden bin und wie aufstehen will, tritt er in mich rein. Und alle anderen, wie so ein, ist halt eine Gruppendynamik, treten alle in mich rein. Treten auf mich ein. Auf mich kleinen 10-jährigen Jungen. Ja, und ich halte mir meinen Körper, meinen voller Schmerzen, Vene. Ja, und alle anderen rufen weiter. Auch die anderen Schulkameraden oder aus anderen Klassen rufen einfach weiter. Ja, keiner hat Hilfe geholt.
Und ich lieg da unten. Und dann fragt man ja immer wieder, ja, aber Opfer von Mobbing und Gewalt, ja, das hast du bestimmt deinen Eltern gesagt, das hast du bestimmt deinen Lehrern gesagt oder so, das ist der Schütze geholt. Also erstmal schämt sich ein Opfer von Mobbing und Gewalt. Er schämt sich. 80% der Schüler schämen sich. So, und dann kommt noch was dazu. Sie denken, es wird noch schlimmer. Und meistens werden sie auch bedroht. So war nämlich bei mir auch. Der beugte sich runter und hat gesagt, pass mal auf, solltest du das deinen Lehrern und deinen Eltern sagen, dann schneiden wir deiner Mutter die Kehle durch. Und wenn man das hört, als 10-Jähriger vertrimmt wurde und zusammengetreten wurde, der niemand was getan hatte, dann macht das was mit dir. Das macht dir Angst. Und dann sagt er zu mir noch was anderes. Und wenn du jetzt nicht jede Woche uns Kohle bringst, jede Woche Geld bringst von den Eltern, dann kriegst du das jede Woche zu spüren. Und dann bist du drin in diesem Teufelskreis. Und die haben mich jede Woche gegriffen. Und ob ich Geld gezahlt habe oder nicht, sie haben mich verprügelt oder auch mal mich. Da hat sie auch andere Dinge gemacht, die sie unheimlich lustig fanden. Sie haben den kleinen Carsten Kopf über eine Mülltonne gesteckt. Nicht die große Ding, was ihr heute kennt. Nee, wir meinen diese kleinen Hausmülltonnen, wo du nicht rauskamst. Und alle haben es gesehen. Da hat Kinder mir geholfen. Die haben mich da drin gelassen, bis die weg waren. Und dann war mal einer, der so umstoßen hat, bei mir vorbeilaufen, dass ich rauskam. Sie haben mich im Winter über einen Eisteich rennen lassen. Sie haben mal fast nackt ausgezogen. Sie haben meine Schulsachen kaputt gemacht, alles. Das ging über Monate. Monate. Und was das einem Menschen antut, ein kleines Kind antut, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Aber ich hatte eine Freude noch. Eine Freude hatte ich immer noch. Das war, ich habe gerne Fußball gespielt. Ja? Auch wenn ich selber ein kleiner Runder Ball war, ich habe gerne Fußball gespielt. Das konnte ich ganz gut. Und eigentlich normalerweise ist da nachmittags nie was passiert. Das war so eine Fußball-AG, kennen wir ja alle vielleicht noch, die war nach der Schule. Und da war ich auch in der Schule von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Und das war noch Spätherbst. Das werde ich nie vergessen. Und dann bin ich da rausgekommen und komme raus und will praktisch ja durch den Hintereingang da raus, wo der Sportplatz war. Und zu meinem Pech in dem Moment haben sich die Kumpels da getroffen, also diese Gruppe. Und ich sehe sie und zum allerersten Mal, weil da 50 Meter zwischen war, renne ich weg. Und sie sehen mich wegrennen. Kick mal da, wer der ist. Und alle hinterher. Und sie rennen hinter mir und die ganze Zeit, bleib stehen, gleich haben wir dich. Und der Abstand wird immer kleiner. Ich meine, ich war ein kleiner, dicker Junge, in 20 hoch oder was. Und die waren groß, schnell, kräftig. Der Abstand ist immer geringer geworden und sie haben mich gejagt. Und ich habe beim Laufen geheult, weil ich genau wusste, wenn sie dich haben, machen sie dich fertig. Und ich bin durch alle Straßen gerannt, wo die Kante an Ecken, das wurde schon langsam dunkel. Und dann bin ich, weil ich mich immer umgedreht habe, habe ich nicht aufgepasst und bin in eine Sackgasse gerannt. Und ich renne zum Ende dieser Sackgasse. Und da geht es nicht weiter. Und die Gruppe hinter mir her, der Abstand wurde immer geringer. So, und jetzt haben sie gesagt, jetzt haben wir dich. Und am Ende der Sackgasse, da kennt man ja, wo sich Autos wenden, war bloß so eine Baugrube. Und die Baugrube war abgesperrt durch einfach so eine Holzbohlen. Heute ist es ja ein bisschen professioneller, damals war es so eine scheiß Holzbohlen. Und ich bleib an dieser Grube stehen, kann nicht nach links, kann nicht nach rechts und stehe mit dem Rücken zu den Dingen, 20 Zentimeter weg. Und die rennen auf mich zu. Alle fünf. Vier werden langsamer. Außer der große Starke, der jetzt Sagen hat. Der geht nochmal richtig Vollspeed, rennt auf mich zu mit voller Wucht, voller Kraft, mit seiner Überlegenheit, seiner Schnelligkeit, stößt er mir vor die Brust. Ich flieg nach hinten, durchbreche diese Bohle, überschlag mich und schlag 3 Meter tief auf diesen harten Lehmboden auf. Da hätten Steine, hätten Metall, alles sein können. Ich bin da auch knapp daneben geflogen, schlag auf, brech mir die Rippen, beiß mir dabei auf die Wange und auf der Zunge, hab ihr Blut und hat ein Loch im Kopf. Die Narbe habt ihr im Kopf, die könnt ihr euch gerne ankicken. Die werde ich nie vergessen. Und wie da liege, da gehen die alle hin und fangen an, mich auszulachen. Haha, du Bastard, verrecke, du Wichser. Ja, ich werde das nicht vergessen, das verfolgt mich. Das ist ganz wichtig, um das zu verstehen, dass man sowas nie wieder los wird. Und dann, zu sehen, wie der Junge liegt, ein kleiner Junge, das hat nicht gereicht. Dann hat dieser große Junge gesagt, so, jetzt stellt er euch mal alle um die Grube rum. Und die haben immer gemacht, was sie gesagt haben. Einfach auch aus Angst, dass sie vielleicht von ihnen auf die Fresse kriegen. Weil er hat ja gesagt. Und sie haben gemacht. Dann haben sie um die Grube gestellt. Und dann hat erst der 15-Jährige und dann alle anderen, also zu fünft, auf mich heruntergepisst. Sie haben mich angepinkelt. Aus 5 Meter Höhe, den kleinen Jungen, der da unten liegt. Blutend, weinend, voller Schmerzen. Und dann sind sie gegangen. Haben mich im Stich gelassen. In dieser Grube, und es war 16.30, 16.45 im Herbst. Es wurde dunkel. Und jetzt waren die weg. Und jetzt hätte ich schreien können. Ich hätte schreien können. Aber nochmal zurück. Es lief schon mindestens ein Dreivierteljahr. Meine Eltern haben die Signale nicht erkannt. Ich habe mich nicht anvertraut. Meine Klassenkameraden haben niemanden um Hilfe gerufen. Niemand hat, die Lehrer haben es nicht erkannt, dass meine Noten fallen und dass irgendwas nicht stimmt. Nee, alle haben sie weggekickt und nee, ist ja doof. Ah, ist ja doof, ja, oder was? Keiner hat es erkannt. Und in dieser Grube habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe nicht geschrien, denn ich wollte nicht schreien. Ich hatte nur einen einzigen Wunsch, für immer
zu schlafen. Ich wollte als 10-jähriger Junge in dieser Grube sterben. Und wenn ich um 22 Uhr, 22.30 ein alter Mann vorbeigekommen wäre, der gesehen hat, dass da die Grube, dass da diese Bretter kaputt ist, und der hat darin geleuchtet, da lag ich mit angezogenen Beinen, eine riesen Blutlache um meinen Schädel. Und dann hat der Feuerwehr und der Polizei gerufen, ja mal rausgeholt, ich wusste davon ja nicht, ich war schon weg. Dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht und nach 4 Tagen bin ich aus dem Koma erwacht, wo ich mehrere Bluttransfusionen gekriegt habe. Und dann fragt mich der Arzt, hey Kleiner, was ist passiert? Komm, sag mir, was ist passiert? Und selbst im Krankenhaus, wo ich ja sicher war, habe ich mich geschämt und hatte Angst, dir zu sagen, dass noch Schlimmeres passiert. Und Angst um meine Mutter. Was kann noch Schlimmeres passieren? Und weil ich ja immer wieder von Systemherrschaften oder Politikern immer wieder mal kritisch betrachtet werde, und ich habe ja keine Titel. Richtig. Ich bin kein Doktor. Aber das, was ich bin, ist, ich bin ein Zeitzeuge. Ich habe es erlebt. Mein Körper hat es erlebt, meine Seele hat es erlebt und ich habe es bis heute nicht verwunden. Egal wie groß und wie stark ich bin, ich weiß, was es mit einem Menschen macht und ich weiß, wie es ist, den Wunsch habe zu sterben. Und dann habe ich mir, genauso wie jeder andere, um dazuzugehören, habe ich irgendwann angefangen mitzumachen, nur um nicht weiter Opfer zu sein. Und dann bin ich gewachsen, bin größer geworden, habe angefangen zu trainieren. Auch aus dem Hass und die Wut habe ich dann mich mobilisiert, stärker zu werden. Und kam in die Pubertät und bin nicht auch geworden. Habe Kampfsport gemacht, habe geprügelt, einfach nur auf den Sandsack irgendwann ein. Einfach nur, um nie wieder zum Opfer zu werden. Aber was ich nicht gemerkt habe, ist, dass ich vom Mittäter zum Täter wurde. Das ist eine fließende Grenze, die man überschreitet und dann ist man Mittäter, um dazuzugehören, und dann ist man Täter. Und dann wurde ich zu dem, was der andere auch war. Denn der andere, der mich so materialisiert hat, der mich so fertig gemacht hat, war auch nur Opfer seiner eigenen Geschichte. Ich wurde selber zu jemandem, der andere geschlagen hat, vielleicht nie auf sie herunter uriniert hat, aber ich habe sie drangsaliert und es war für mich legitim, weil es ist mir passiert. Mobbing wird ausgelöst durch die Gruppendynamik und den Gruppenzwang und es trifft eigentlich heutzutage jeden. Und eins habe ich mir damals geschworen, nie wieder Opfer sein. Und da bin ich auch nie wieder geworden. Niemand hat sich mir jemals mehr in den Weg gestellt. Wenn du eine gewisse Größe hast, eine gewisse Körperstatur und eine gewisse Reputation über deine Art und Weise, hast du das nicht. Aber was hat es denn aus mir gemacht? Es hat mich zum Mittäter gemacht, zum Täter. Und wenn man Täter von Gewalt in Berlin-Neukölln wird, kriegt man ganz schnell Ärger mit der Polizei. Und dann wirst du wieder ausgegrenzt, kriegst keinen Job, kriegst keine Arbeit, weil du bist ja Gewalttäter, bist ja Jugendkrimineller. Also bist du auf der Straße und hängst mit anderen Jugendlichen ab. Und was kam dann? Dann kamen sie mit den dicken Schlitten und haben gesagt, Carsten, so ein Typ wie du, willst du keine Ausbildung machen? Sie haben mich angefüttert, sie haben mich instrumentalisiert und ich habe angefangen, kleine Kurierdienste zu machen für Kriminelle. Ja, kriminelle Organisation. Und dann warst du drin gefangen. Und aus dem kleinen 15,5, 16-jährigen Jungen ist mit der Zeit ein Krimineller geworden, der 18 Jahre lang kriminell war. In Berlin-Neukölln. Und vom Opfer zum Täter, zum Haupttäter wurde und Grenzen überschritten hat, für die ich mich heute zutiefst schäme. Aber eins habe ich mir gesagt, wenn ich jemals Kinder habe, wenn ich jemals das Glück habe, Kinder zu haben, dann will ich alle tun, um meine Kinder zu beschützen, auch aus der Sache heraus, dass ich schon ein Kind verloren habe. Und mir gesagt habe, wenn das jemals passiert, ich werde meine Kinder schützen, ich werde mein Leben für meine Kinder geben. Und das meine ich wirklich ernst. Und deshalb machst du das, was du machst. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal gehört. Ich kriege jedes Mal aufs Neue eine Gänsehaut, weil das ist das Schlimmste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Du hast irgendwann die Kurve bekommen für dich und Mario hat sie zum ersten Mal gehört. Ich sehe das auch. Wir reden ja sonst gerne auch über lustige Dinge, aber ich glaube, du bist genauso betroffen wie ich gerade. Ne? Naja, ich kenne die Geschichte nicht. Ich habe sie das erste Mal gehört. Das ist, wenn man sich die genau anhört, ist das ein Muster, was es seit Jahrhunderten gibt, was es heute noch immer gibt. Und dieser Typ, der dann 15 war, der Größte war, das ist ja wahnsinnig schwierig. Das sage ich auch immer diesen Archikindern. Man findet die ja toll, weil die sind ja cool. Die haben ja auch die geilsten Turnschuhe an. Die haben sie geklaut bei Footlocker, weil sie cool sind. Weil sie einfach wahnsinnig cool sind, haben sie die geklaut, weil nur coole klauen. Und die sind auch größer und stärker. Und
die Noten, die sind da eh scheißegal, die braucht ja keine Sau. Weil man ist ja so wahnsinnig cool und man ist auch stärker, weil du einfach zwei Körper größer bist. Und der Unterschied zwischen 35 und 39 ist gar nichts. Aber zwischen 13 und 16 ist eine Welt, wenn du Pech hast. Und die anderen vier, die dann rumrennen, die haben gar keine andere Chance. Die können sich nämlich aussuchen, bin ich jetzt auch ein Opfer oder bin ich ein Cooler? Ich bin der Coole, ich bin bei dem geilen Typen dabei. Ich kenne das so ein bisschen, weil ich war in der Schule, war ich auch ein absoluter Chaot, weil das, ich habe die Leute zum Lachen gebracht in der Schule und das hat natürlich dazu geführt, dass ich wurde nicht so gehänselt, weil ich war ja der Lustige. Ich war der Lustige, den konnte man überzeugen, ich habe immer Scheiße gebaut. Ich sage das lustig dann immer mal wieder, dass ich so ein geiler Schüler war, dass mehrere Schulen mich einfach erleben mussten. Ja, als der Schulsenat damals gesagt hat, der Bart ist ein Hammer, den musst du in mehrere Schulklassen stecken, den musst du auch einfach mal die Schulen tauschen lassen, damit die anderen Lehrer auch einfach mal wissen, was das für ein geiler Typ ist. Also, und ich kann mich noch erinnern, ich habe nur Scheiße gebaut. Einfach nur, gar nicht, weil ich unbedingt Scheiße bauen wollte und so, aber du bekommst eine Aufmerksamkeit. Und wenn du zu diesen 15-jährigen Typen gehörst, warst du dir sicher, dass du nicht derjenige bist, der in so einer Grube liegt. Eigentlich warst du sicher. Und du hast das in Kauf genommen, dass meine Noten scheiße sind und dass du letztendlich nur hörig warst. Das kann man wunderbar mit dem Dritten Reich vergleichen oder mit der Stasi damals. Du hast ja lieber gepetzt im Osten, als wenn du plötzlich derjenige gewesen wärst, der irgendwelche Bestrafungen über sich hätte ergehen lassen müssen. Verstehst du? Das sehen wir ja heute in der Corona-Krise, ist nichts anderes. Ich petze. Hallo, der trifft sich da mit 8 Leute. Das ist verboten. Hallo, ich weiß was. Kommen Sie schnell. Ich bin ein toller Bürger. Also das ist ja so ein Selbstschutz. Ja? Und ich war ja auch ein absoluter Chaot und musste die Schule verlassen. Wegen tätlichem Angriff. Und er musste die Schule verlassen. Darüber haben wir uns mal unterhalten. Damalige Schulsenatorin Hanna-Renate Laurin. Relativ strenge Frau. Und die hat eine Schule gefunden und ich hatte ein Riesenglück. Endlich, kann man überhaupt nicht vergleichen mit deiner Geschichte. Überhaupt gar nicht. Aber ich hatte letztendlich einen Klassenlehrer, der mich dazu gebracht hat, dass ich mein Leben ändere. Weil ich war genau auf dieser Laufbahn. Nur Scheiße bauen, nur was für Regeln. Da scheiße ich doch drauf. Was willst du eigentlich von mir? Und ich hatte eine Schulakte, die war sensationell. Und ich kam in die neue Schule und mein damaliger Klassenlehrer, mit dem ich heute befreundet bin, hat mich in sein Lehrerzimmer gebeten, eine Riesenakte stand drauf, Mario Bartschüler, eine Riesenakte. Also für Typen in der 8. Klasse kennt man das nicht. Ja? Und der sagt den geilen Satz, der hat gesagt, pass auf, baust du Scheiße, lese ich mir das durch. Baust du keine Scheiße, ist mir das scheißegal, was die anderen geschrieben haben. Und das war so der Moment für mich, wo ich dachte, geil, ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance, nicht wieder in diesen Scheißstrudel. Du kommst ja nämlich nicht raus. Wenn du baust Scheiße und alle lachen. Herr Mario, da hat er wieder. Komm, Mario, Mülleimer, zünd dir an. Komm, trau dich, bist du feige oder so. Und dann machst du das, weil. Kennt man ja auch heute. Geh doch mal in die Schule oder geh doch mal in den Kindergarten oder geh doch mal in einen Sportverein. Einer hat nur Rütze im Hirn. Und der hat immer die Fähigkeit, psychologisch andere zu manipulieren. Und dann machen die das. Weil die wollen gefallen. Ich will gefallen. Als Kind, als Jugendlicher will ich gefallen. Dazugehören. Und so hast du die Kurve gekriegt und Carsten hat sie irgendwann auch gekriegt. Ich fasse das mal zusammen so ein bisschen, Carsten. Du bist aus diesem Strudel rausgekommen. Du warst zwischendurch kriminell. Du warst auch mal Konkurs. Und du hast dann aber irgendwann die Kurve bekommen für dich und hast angefangen, eine Familie zu gründen. Und dann hattest du einen kleinen Sohn und der ist in die Schule gegangen. Und das war quasi der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du gesagt hast, ich muss etwas tun. Ich gründe diese Initiative Stop Mobbing in Deutschland. Also natürlich, wenn man selber dann keine natürlichen Feinde mehr hat, ja, also dann selber sagt, kann mich nicht mehr erinnern. Und jeder, der das mal erlebt hat, der verdrängt das, sagt, ich war nie. Und so ein Typ wie Icke, da denkt man ja immer, die trauen sich auf der Brust und sagen, und jeder, das sagt jeder da draußen, der sich hinstellt und sagt, ich war da nie ein Opfer vom. Ich sag euch, das sind die meisten auf der Fresse gekriegt haben. Deswegen sitzt er so wie Bauern. Das ist wie so ein Schutzpanzer, den du anziehst. Und den kannst du auch anziehen. Du kannst auch nach außen drängen. Das Problem ist bloß, wenn du Papa wirst, und das ist die wichtigste Aufgabe im Leben, Papa zu sein oder Mama zu sein, dann bist du nämlich wieder angreifbar. Egal, wie stark du bist, wie viel Kohle du hast, ist ja ganz egal. Und mein Sohn ist 5,5 gewesen und kam in die Schule, hat sich darauf gefreut, Samstag-Einschulung, ja, alles ganz normal. Lehrer, Direktoren, ja, Schutzbefohlene hier, Kind anvertrauen, so, alles klingt ja immer gut. Ja, dann ist Samstag Einschulung gewesen, so, da hat er nochmal frei.
Montag, erster Schultag, kommt nach Hause, freut sich, erzählt, was er gemacht hat, war alle toll und war happy. Und wie gesagt, mein Sohn war da 5,5, meine Tochter 3,5. Und dann kommt der 10. Schultag nach Hause. Und er kommt nach Hause und hat eine blutige Nase. Am 2. Schultag schon? Am 2. Schultag, Mario. Am 2. Schultag, eine blutige Nase, eine blutige Lippe. Und umarmt mich und sagt zu mir, Papa, das wird nie vergessen. Sagt zu mir, Papa, ich hab nichts gemacht. Glaub mir, ich hab nichts gemacht. Das Einzige, was mein Sohn Angst hatte, ist, dass ich böse war, weil er eine blutige Nase und eine Lippe hatte. Papa, ich hab nichts gemacht. Die haben mich einfach verhauen. Ich weiß nicht warum. Mein Sohn wurde nach 2 Tagen Grundschule, der war 5,5, von 4 Jungs zusammengeschlagen, zusammenzutreten aus der 3. und 4. Klasse. Und dann hat sich, dann ist das so aufgepoppt. Pam! Und ich hab diese Wiederholung gesehen. Mhm. Ich hab das gesehen, wie sich das Leben wiederholt. Und ich weiß, wie ich geworden bin und was ich gemacht habe und wo ich hingeführt habe. Und ich hab mir gesagt, nee. Und ich hab gespürt, was jede verzweifelte Mutter, jeder verzweifelte Vater, jede verzweifelte Oma oder Opa spürt, wenn ihr Kind leidet. Und diese Hilflosigkeit. Und bin dann am nächsten Tag mit natürlich einer Wut im Bauch, aber ich wollte sauber einfach reden, ich wollte Hilfe haben. Bin ich da hingegangen? Und dann habe ich den Schulleiter damit konfrontiert und das Einzige, was er hatte, ist keine Zeit. Keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, sie werden sich die Zeit nehmen. Und wenn sie sich die Zeit nicht nehmen, dann können sie sich aussuchen, RTL, Sat.1, ARD, ZDF oder einfach nur, ist mir egal. Ich lasse hier alle knallen. Mein Sohn ist Opfer von Gewalt geworden, wird nach 2 Tagen Schule. Und wie er dann sich die Zeit genommen hat, habe ich gesagt, tun Sie mal einen Fall, googeln Sie mal Carsten Stahl, googeln Sie nur mal. Mich kennt man und ich sage Ihnen, wenn ich dir erzähle, was hier passiert ist, dann haben sie Probleme. Und dann hat er sich die Zeit genommen und dann hat er mir eigentlich nach kurzer Zeit diese Direktor schon wieder leitet haben, weil ich gemerkt habe, wie hilflos er selber ist. Ja, schauen Sie mal hier, Aktenschrank, wie viele Akten ich hier habe, wie viel. Ich melde hier Gewaltmeldung. Wir sind noch eine Schule, die melden hier Gewaltmeldung und die Schulen, die lügen und nicht melden, stehen besser da als ich. Und ich werde hier kritisiert vom Schulsystem und von der Präsidentin da oben. Das ist ja das große Problem. Angst. Ja. Dass wenn er meldet und sagt, dann kriegt er ja vom Schulsenat auf den Sack, weil, warum hast du deine Schule nicht im Griff? Genau. Und dann fängst du einfach an zu lügen und sagst, das ist alles super. Genau. Das ist geil, läuft. Und genau super. Diese Lüge, das ist es, wenn man mich immer wieder fragt, und ich war erst vor 2 Tagen im Landtag von Brandenburg, um einfach bei Gesetzesentwürfen zum Thema Mobbing mitzuarbeiten. Sag Stahl, woran liegt denn? Ich sage, weil wir in Deutschland Angst vor der Wahrheit haben. Es ist besser zu sagen, ein Problem, was wir nicht haben, was wir nicht reden, das haben wir auch nicht. Aber wir reden hier, und das ist es ja, was ich dann aufgedeckt habe, über die Arbeit hinweg, dass ich, und nochmal, ich sage immer jeden 2. Nee, das ist jeden Tag. Letztes Jahr waren es 500 Kinder, die sich umgebracht haben. 10.078 Suizide letztes Jahr. Die Suizide der Erwachsenen ist rückläufig, die Suizide der Kinder nehmen zu. Und das will keiner glauben? Ey, verarscht jemand anders. Guckt doch einfach mal nach. Schaut jetzt nach während Corona. Ich werde euch sagen, die Suizide gehen komplett weg. Nahezu von Kindern weg. Warum? Weil der Druck nicht da ist. 365, 7 Tage die Woche, kein Druck von Mobbing. Und nicht nur normales Mobbing, sondern mittlerweile ist die Welt digitalisiert und die werden 365 Tage, 24 Stunden am Tag gemobbt. Und wenn jetzt wieder das vorbei ist und wir in eine Normalität übergehen, dann schwöre ich euch, das nimmt wieder zu und die Kinder sterben. Und soll ich euch was sagen? Es wird immer schlimmer. Und ein Schulsystem, besonders ein Schulsystem, schließt davor die Augen und sagt, nee, haben wir nicht. Und es gibt Schulleiter, die sagen in Deutschland, in meiner Schule gibt es kein Mobbing. Und jetzt nochmal klar, deutlich für alle da draußen, jeder Schulleiter, der sagt, an seiner Schule gibt es kein Mobbing, der kriegt das entweder wirklich nicht mit, aber dann würde ich einfach mal sagen, Ohren aufmachen und zuhören, oder er lügt. Er lügt aus Angst, als Problemschule dazustehen und damit in Frage gestellt zu werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, der Ruf der Schule und die eigenen Interessen sind wichtiger als das Leben unserer Kinder. Und das dulde ich nicht. Und deshalb hast du diese Initiative ins Leben gerufen und ich war bei mehreren deiner Seminare dabei. Wer als Schulleiter zum Beispiel damit nicht klarkommt, der kann sich Carsten Stahl als Unterstützer holen. Weil du gibst Seminare und dir hört man zu. Das ist einfach so. Wenn du dort ein Referat hältst, ich habe das selbst miterlebt, wie du die Kinder umgedreht hast. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz schildern, wie alle, die es noch nicht gehört haben. Es ist unglaublich, was da passiert. Also man muss halt einfach verstehen, Mario hat es ja vorhin schon gesagt, mit der Sprache. Auf Augenhöhe. Man muss halt verstehen, Mobbing ist kein Problem der Schulen. Ich mache auch keinen Schulleiter daran schuldig, dass er das hat. Dann ist es ein Problem der Gesellschaft, das ist überall. Aber man kann die Kinder nur auf Augenhöhe abholen, weil das Thema ist ja das, die Kinder trauen sich nicht darüber zu reden
und sie schämen sich dafür. Also ist es wichtig, mit ihnen darüber zu reden. Natürlich gehst du nicht einfach in den Raum reden und füllst in die ganze Halle. Naja, ja, und du kannst es ja sogar noch runterbrechen. Jeder kennt es. Erwachsene kennen das ja. Überall. Also ich habe jetzt, warum versteht das normale Volk den Politiker nicht? So, die benutzen Wörter, die nutzen Satzstellungen, die verstehe ich nicht, die sind für mich zu kompliziert. Wenn ein Mensch nicht so gut Englisch spricht, ja, ich spreche sehr gut Englisch, habe sehr viele Freunde in den USA, und wenn ich mich mit denen unterhalte, sehe ich, wie mein Freundeskreis oder wie der ein oder andere, der nicht so gut Englisch spricht, einfach irgendwann abtaucht. Der schaltet einfach ab, weil er sagt, ich verstehe nur die Hälfte und das ist mir zu anstrengend. Und dann gucken die in ihr Handy und hören nicht mehr zu. Die sind gar nicht mehr da, weil ich verstehe den nicht. Ich höre ja auch kein Gespräch in der U7, wenn zwei Chinesen sich unterhalten. Da gucke ich auch nicht hin und sage, das ist ja interessant. Ich spreche kein Chinesisch, ich weiß nicht. Also mache ich meine Augen zu und sage, da penne ich lieber die 5 Stationen, die ich fahren muss. Das Gespräch interessiert mich nicht, ich verstehe sie nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so wahlverdrossen sind. Ich verstehe die Politiker, verstehe ich nicht. Thema Corona ist, warum sind die Leute so verzweifelt? Ich verstehe es nicht. Erst waren Masken total kacke, jetzt sind sie total wichtig. Ich verstehe sie nicht. Und ich glaube, wenn Carsten oder wenn er jetzt plötzlich Doktor, schieß mich tot, da steht und sagt, hallo liebe Kinder, schön, dass ihr da seid. Also Mobbing, das psychologische Druckverfahren, gerade in der Psyche, ist meistens begründet, dann ist kein Anschluss unter diese Nummer. Dieser Mensch langweilt mich, ich höre nicht zu, wie die beiden Chinesen in der U-Bahn. Mich interessiert es nicht, ich verstehe den nicht. Und dann schalte ich ab. Und er spricht ja Deutsch. Nein, und ich wurde auch oft kritisiert, Mensch, Mario, du mit deinem Programm immer, du Berlinerst so, und dann, ich beende auch ganz oft Sätze nicht, ja, oder setze plötzlich an. Oft, gerade am Anfang bei mir war das so, heute noch, dass Leute gedacht haben, da wurde doch geschnitten. Nein, es ist bei mir, in meinem Sprachduktus ist ganz oft so, dass ich in irgendeine Richtung gehe und denke, ach komm, jetzt mal was anderes. Und ich rede so. Aber das Interessante ist, wenn du rausgehst, guck mal, wie viele Menschen in meine Show kommen, die verstehen mich, die sitzen da und sagen, ja, die reden so. Und ich finde es so irre, wenn Politiker, wenn Schul sind ja meistens die Senatoren. Also ganz ehrlich, es gibt ja ganz viele Schuldirektoren. Wir haben ja auch versucht, in Schulen zu drehen. Und wir hatten, wenn wir uns mit dem Schuldirektor oder Direktorin telefonisch, wunderbar, da können wir auf die Missstände hinweisen, das ist toll. Und 2 Tage vor Dreh plötzlich, keine Zeit, gar nicht. Und dann haben wir herausgefunden, weil wir das einfach intern geschickt bekommen haben, dass Frau Scheres, heißt die, glaube ich, das ist ja die Knallwurst schlechthin. Also das ist ja das, die müsste, also warum die überhaupt noch in dem Amt ist. Es ist irre, dass man das so zulässt. Also grobe Fahrlässigkeit, ich glaube, ihr Foto ist neben grobe Fahrlässigkeit im Duden. Geht gar nicht anders. Ich finde diese Frau ganz, ganz schrecklich. Ich war ganz kurz. Und dass dann Schuldirektoren zu mir sagen und mir eine E-Mail schreiben, sagen, wir dürfen nicht mit ihnen über die Missstände in den Schulen reden. Wir dürfen nicht über Gewalt in den Schulen. Also so ein Schuldirektor, der traut sich das einfach gar nicht. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Carsten mit den Kiddies redet, darum hat er das ja gerade gesagt, um den Kreis zu schließen, ist, du musst doch erstmal die Sprache finden, dann hören die doch auch zu. Ich würde es aber trotzdem nicht verallgemeinern, weil es gibt Leute, die uns unterstützen, auch Politiker, die uns unterstützen. Ja, total. Als Ministerpräsident Dietmar Woidke zum Beispiel hat gesagt, klar gibt es Mobbing und klar müssen wir dagegen was tun und müssen Zeichen setzen. Er unterstützt uns bei dieser Kampagne. Super Sache. Eine ganz wichtige Sache. Aber es gibt natürlich auch Politiker, die sprechen tatsächlich eine Fremdsprache. Und absolut. Wir leben in einer anderen Welt. Ich meine das ja noch nicht mal böse. Also das ist... Wir haben es halt auch nicht gelernt. Ich meine, wenn ich es nicht gelernt habe, kann ich es natürlich auch nicht sagen. Nein, aber vor allem auch, wo wohnst du denn? Wie wohnst du denn? Was ist er? Also ein Politiker. Und ich finde den Beruf, den die machen, ich möchte nicht machen, sonst wäre ich in der Politik. Großes Kino, was sie da teilweise leisten müssen. Und das ist irre, ja. Oh, sehr irre. So, aber jetzt wohne ich sage jetzt mal, in einer guten Wohngegend, habe Personenschutz, habe einen Fahrer. Vor meinem Haus steht in einer Telefonzelle in Blau ein Polizist, der die ganze Zeit drauf aufpasst, dass keiner vor meinem Haus parkt. Vor meinem Haus ist auch Parken verboten. Haben wir, gibt es in Dahlem oder so, da wohnt der eine oder andere hochrangige Politiker, soll er auch machen, er hat ein geiles Haus. So. Der fährt nicht mit der U7 über den Hermannplatz. Das macht der gar nicht. Und wenn der abends plötzlich merkt, ich krieg schwer Luft, dann geht der nicht ins Neuköllner Krankenhaus nachts um 1 in die Notaufnahme. Das tut er nicht. Warum denn auch? Also der ruft einen an und dann kommt irgendein Sekretariat und so und bum 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 und der Chefarzt ist sein bester Freund. Ich
Ich gehe doch auch nicht in die Neuköllner Erste Hilfe. Oder glaubst du, ein Ärztlich fahr da hin? Und nein, ich rufe den Chefarzt an. Und der hat gerade ein Bütterchen gegessen. Und dann sage ich, mir hält es nicht so gut. Dann sagt er, warte, ich rufe an. Und dann gibt es einen ganz anderen Eingang und so. Ich bin da prominent da. Ich bin da so wahnsinnig erfolgreich. So, aber ich... Aber ich, die anderen ja nicht. Die Masse nicht. Und ich komme, aus der Masse. Und ich schäme mich dem ja überhaupt nicht. Natürlich, das haben wir ja, bevor wir dieses Gespräch geführt haben, ich muss, wenn ich einen MRT-Termin brauche für irgendeinen Röntgen oder sowas, da brauche ich keinen Termin. Da gehe ich einfach hin, ich kenne die Ärzte. Die freuen sich auch, wenn Mario Bart kommt. So, dann macht das kurz, und dann habe ich meine Bilder. Aber ich kann doch, und darum verstehe ich das ja auch, dass der ein oder andere Politiker, der kennt das nicht. Nur wir dürfen doch nicht einfach so tun, als wenn sein Leben der Standard wäre. Das ist er nicht. Und da habe ich den einen oder anderen, es gibt ganz viele tolle Politiker. Ich habe den einen oder anderen ja auch, Fraktionsvorsitzende der CDU, Burkhard Dregger, den habe ich dazu gekriegt. Ich habe gesagt, lass uns doch mal bitte abends in so eine Notaufnahme gehen. Guck dir das doch einfach mal an, was die da leisten. Und dann erzählst du mir nochmal, wir haben alles im Griff. Und das war interessant, weil der dann auch, das hat der gesehen und sagt, ach du Scheiße, ich sage, genau. Genau, und deshalb, du hast gesagt, ach du Scheiße, Carsten spricht die Sprache, die die Jugend versteht, und du bist derjenige, der den Jugendlichen, den Kindern in der Schule, in Sportvereinen ins Gewissen redet und sagt, Leute, das, was ihr da tut, das verletzt Menschen und das verletzt Seelen. Als allererstes ist es ja so, du kannst nicht hinkommen und sagen, wer von euch wurde gemobbt. Dann würden sie genau das Instinkt tun. Sie kicken, die verschrecken die Arme, kicken nach links, kicken nach rechts und reagieren nicht. Du musst sie erstmal abholen, da wo sie sind. Du musst sie auch entertainen. Wir reden hier von der Generation 5.0, Handy und Internet und YouTube. Und die wollen entertained werden. Und das mache ich. Ich rede mit denen, ich bringe sie zum Lachen, ich bringe sie zum Nachdenken. Und wenn sie es am wenigsten erwarten, wenn die ja nicht an mir an Mobbing denken, dann kommt's. Und dann erwische ich sie eiskalt. Und dann ist eine Stille im Raum. Es ist kein Witz. Die größte Veranstaltung ist natürlich nicht die deine. 3000 Schüler. Und ich höre Schnips. Ich mache Schnipse ohne Mikro. Ich habe das Talent, genauso wie du, Mario, ohne Mikro sprechen zu können. Das nennt man mich ja auch Schreihals. Aber ist gut. Ich muss ja schreien. Es geht ja um sterbende Kinder. Will ja Kinder hören. Also, und dann. Doch, wir wollen es hören. Das hast du immer hier. Ja, genau. Deswegen schnips ich so. Und dann ist eine so eine extreme Stille. Und auf einmal kicken die Kinder sich an und sagen, Scheiße, das mache ich ja auch. Das bin ja ich. Und dann sage ich, und wisst ihr was, jetzt möchte ich euch was erzählen. Ich möchte euch von einem 10-jährigen Jungen erzählen, der rötliche Haare hat. Und dann erzähle ich das, aber halt, wie gesagt, einfach so, aber das wird lange. Und immer eine Oktave tiefer, immer. Und ich sehe richtig, wie die Kinder nachdenken und wie sie ein Mitleid empfinden mit diesem Kind und wie sie sagen, warum macht denn Kinder? Warum hilft kein Lehrer? Warum rennen denn die anderen Kinder weg? Warum hilft denn da keiner? Und ja, und wenn ich dann frage, und seht ihr diesen Jungen in dieser Grube liegen, angepinkelt, blutend, der sterben will, seht ihr ihn in euren Gedanken vorher? Ja, Mann, das tut uns leid. Warum hilft denn da keiner? Ja, und dann, ich sitze demonstrativ auf dem Tisch, dann springe ich da runter. Seht ihr diesen Jungen? Könnt ihr diesen Jungen sehen? Seht ihr ihn vor euren Augen? Und dann sage ich, und dieser kleine, 10-jährige Junge, der das erlebt hat, der das durchgemacht hat, der nicht mehr leben wollte, dieser kleine Junge war. Und dann bin ich ganz laut und schreie, ich! Und dann hast du diesen Moment, da hörst du eine Stecknadel fallen. Jetzt schnipp ich und sage, und das ist der Moment, wenn der Groschen gefallen ist. Ich habe es erlebt. Ich bin derjenige, der sich als erster dazu outet, ein Opfer von Mobbing gewesen zu sein. Der große, starke Mann, millionenfach bekannt, der hat Mobbing erlebt. Und dann erschien etwas. Ich kann es immer nur wieder wie ein Wunder geschehen, weil es ist es. Es ist der Raum erfüllt sich mit Wärme. Die Kinder schauen sich an. Und dann frage ich, und wisst ihr was? Jetzt habe ich nur 3 Fragen. Und ihr könnt mich belügen. Das ist einfach, das weiß ich. Das machen wir auch immer wieder als Notlüge. Aber Lügen hilft nicht, damit verändert man nicht. Deswegen haben wir so viele Probleme, weil man lügt, anstatt die Wahrheit zu sagen. Und jetzt stelle ich euch die Frage. Und ich zähle die Formen von Mobbing aus. Denn es gibt verschiedene Formen. Und dann frage ich, wer von euch hat schon das ein oder andere davon erlebt? Eine Sache reicht mir schon. Wer hat das schon erlebt? Und wer das erlebt hat, der hebe die Hand. Und ohne zu zögern, nicht nach links und rechts kicken, heben wir die Hand. Und dann hast du 3000 Hände oben. Ja, wenn ich so eine Riesenveranstaltung habe oder an der Schule 500, 600. Und jetzt schaut euch um und alle kicken sich um. Ja, die sind alle. Die sind ja nicht allein. Die Affen dann. Alle betrifft es. Alle denken nämlich, es trifft nur mich. Nur ich bin der Dumme. Aber selbst die Täter, die Opfer, jeder sieht das. Und dann frage ich die nächste Frage. Wer hat schon mal weggekickt? Wieder alle Hände oben. Und jetzt, das ist eine schwere Frage, aber ihr habt den Mut, ihr seid so stark.
Wer hat es denn schon mal gemacht? Und wer hat mitgemacht? Und alle Hände hoch. Und auf einmal hast du eine Betroffenheit. Auch die Lehrer, die vorher gedacht haben, so schlimm ist das bei uns ja nicht. Oder ein Direktor, der gesagt hat, ey, ich hab das Problem nicht. Und alle sind sie betroffen. Das haben wir nicht gewusst. Genau deswegen bin ich ja hier. Ich mache Mobbing sichtbar. Und jetzt reden wir mal bundesweit. Ich mache Mobbing sichtbar, bundesweit. Und decke auf, dass wir sterbende Kinder haben. Und dann kommt, wenn ich dann mit dieser Energie habe, dann stelle ich, und dann sage ich immer, ich habe ja oft Presse dabei, ja, ich habe manchmal Fernsehen dabei, aber ich habe ja vor allen Dingen die Lehrer dabei. Und dann sage ich, und jetzt an alle Erwachsenen und an alle Pressevertreter, die Frage, die ich jetzt stelle, vergessen Sie die Antwort nie, denn darum geht es. Und dann frage ich, Kinder, ihr habt gehört, und ich sage auch Kinder, wenn die 17 sind und so, ich sage Kinder, die lassen das zu, weil die haben für mich ein Vater-Bruder-Gefühl, das ist ganz egal. Dann sage ich, stelle ich jetzt eine Frage, und wer die beantworten möchte, kann sie, ihr müsst sie nicht beantworten. Ihr habt gehört, dass ich als 10-Jähriger nicht mehr leben wollte, weil mich Mobbing fertig gemacht hat und ich einfach nicht mehr konnte. Wer von euch hatte schon mal den Gedanken, nicht mehr leben zu wollen, weil andere ihn so die Idee mit euch erniedrigt haben? Und ich schwöre euch, beim Leben meiner Kinder, ich hatte 60.000 Schüler bisher, 60.000 an über 240 Schulen. Immer zwischen 15% und 20% aller Hände gehen hoch. Immer. So viele Kinder haben den Gedanken zu sterben. Und wenn ich vorhin gesagt habe, jeden Tag bringt sich mittlerweile ein Kind um, oder mindestens jeden zweiten, habe ich eine Zahl vergessen. Jeden Tag probieren 3 bis 5 Kinder, sich das Leben zu nehmen und überleben mit schwersten Behinderungen oder traumatischen Traumas. Also ich sage euch, die Kinderpsychiatrien sind voll. Und die wissen die, das ist auch eine Frau Scheres. Deswegen mag sie mich ja, weil ich es klar und deutlich sage. Und Brandenburg ist ein Schritt weiter. Dietmar Woidke ist ein offenherziger Mann, der Dinge sieht. Und er hat eine fantastische Staatssekretärin gehabt, die jetzt Finanzministerin ist. Und Katrin Lange ist die Finanzministerin von Brandenburg und ist ebenfalls Stop-Mobbing-Botschafterin. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist es, mit BB Radio zusammen, mit dir Mario zusammen und mit allen anderen, die uns unterstützen, das erste Bundesland zu haben. Ein Bundesland, was sagt, wir setzen ein Zeichen für Respekt und Toleranz gegen Mobbing in Deutschland. Wenn wir ein Bundesland haben, entsteht eine Gruppendynamik, weil dann sagen alle Eltern, wieso machen die denn in dem Bundesland und bei uns nicht, wieso ersetzen die jetzt? Es ist ja für alle, ist ja, ganz realistisch drüber nachdenken, ist ja für alle wichtig, ein Vorteil. Also für die, die gemobbt sind, ja, und ich finde die Vorgehensweise genau richtig, dass man auch den vermeintlichen Tätern einfach sagt, ey, pass auf, ich verstehe das. Wenn du es machst. Ich verstehe das. Ich finde das nicht gut, was du machst. Aber ich verstehe das, was du machst. Und wenn dann so ein großer, starker, tätowierter, weil das ist ja, das unterschätzen ja viele. Du bist ja schon, auch als Prominenter, das habe ich ja auch nie gewusst, weil selber bist du ja nicht prominent. Also selber, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt, das ist in meinem Zahnscheiß egal, wer ich bin. Ja. Aber für die anderen bist du ja prominent. Das heißt, die glauben dir ja. Und wenn dann da so einer steht und sagt, Freunde, ihr müsstet nicht machen, um cool zu sein. Ihr müsstet nicht machen. Also das ist, ich bin zum Beispiel auch tätowiert und ich sage ganz vielen Kindern, pass auf, nicht tätowiert sein, das ist cool heutzutage. Jeder Vollidiot ist tätowiert. Und dann gucken die mich auch und sagen, aber du bist auch tätowiert. Sag ich, ja, aber dann tätowier dich doch bitte mit Dingen, wo du genau weißt, das ist etwas, was du dein Leben lang, irgendwas, was mit deinen Kindern dich verbindet oder was auch immer. Aber hört doch mal auf, irgend so ein Arschgeweih oder ich mache einen Delfin auf der Brust oder eine Katzentatze auf dem Fuß oder was soll da für ein Schwachsinn? Und das Interessante ist, wenn du im Thema Tattoo oder jetzt in dem Thema Mobbing, wenn du selber Betroffener bist und sagst, ich bin nicht gegen Tattoo, ich bin gegen Schwachsinn. Ich mache das jetzt, weil es Mode ist. Weil ich einfach heute schon weiß, dass du in 2 Jahren kotzt du ab, dass du plötzlich irgend so ein Ringelding an deinem Arm hast. Und wenn ich den Leuten das den Mut gebe, genauso wie du das ja bei den Kindern machst und sagst, pass auf, ihr müsst gar nicht mobben, um cool zu sein. Richtig. Ihr müsst nicht sagen, sondern versucht doch mal gemeinsam mit dem was zu machen. Dann ist das ja für den Gemobbten, für den der mobbt, der fühlt sich ja ganz oft auch nicht wohl. Richtig. Weißt du, das ist, also jeder Mensch kennt das doch, ich weiß nicht, wie es dir geht, oder jeder ist doch schon mal ausgeflippt irgendwann mal, oder ist auf der Straße und hat durch sein Geschrei und durch seine aggressive Art in dem Fall dann in dieser Sekunde, nennen wir es, gewonnen. Und dann gehst du weiter und, also mir geht es sowieso, mir geht es dann richtig scheiße.
Ich fühle mich ja nicht geil. Ich fühle mich ja nicht wohl dabei, dass er geil, jetzt habe ich gerade so einen Typen zusammengebrüllt oder so. Mir geht's ja dann schlecht, wo ich denke, fuck, ey, hätte ich das anders machen können, scheiße. Und ich glaube, dass wenn du dann so einen Menschen hast, der sagt, pass mal auf, A, bin ich Betroffener? Ich kenne das, ich weiß, von was ich hier spreche. Und B, wenn du es nicht machst, geht es dir sogar besser. Und ich den, und ich, deshalb, ich habe ja die ein oder andere Video gesehen, was du mir geschickt hast. Du siehst ja richtig, wie die dankbar sind, das dass genau einer gut. sagt, Alter, da kommt einer und holt mich aus dieser Scheiße raus. Schenk Hoffnung. Weil ich will das nicht. Ich will eigentlich, also ganz ehrlich, so ein Kind wird doch geboren, das, ein Kind ist doch nicht böswillig. Es wird doch kein Kind böswillig geboren, kann ich mir nicht vorstellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir prominente Unterstützer haben. Deshalb freuen wir uns natürlich, dass Mario Barth jetzt sagt, Stop Mobbing ist eine Kampagne, die ich unterstütze. Das ist wichtig, weil du hast eine Stimme da draußen. Das heißt, wenn du den Leuten sagst, ihr müsst nicht mobben, um cool zu sein, dann hören dir die Leute zu. Klar, es gibt ein paar Fans, die sagen, ja, du bist jetzt mit dem Stahl zusammen, du machst jetzt, unterstützt die Kampagne, ich komme nicht mehr zu deinen Aufgaben. Muss ich mir neulich anhören, hast du so zwei oder drei Leute verloren, das kann sein. Aber du hast wahrscheinlich 5.000 dazu gewonnen, die sagen, ja, das ist eine gute Initiative. Und schön, Mario Barth, dass du das unterstützt. Wir brauchen solche Leute wie dich. Ja, ja, vor allen Dingen, du darfst ja einzig, also du hast es ja gerade gesagt, es ist natürlich ein, es ist einfach wegzugucken. Es ist doch, komm, es ist bequem. Doch, Ich bin noch nicht anders. So, Komfortzone ist doch geil. Guck mal, ich mache Sport. Glaubst du mir, macht das Spaß? Ich gebe das offen zu. Ich finde Sport total scheiße. Ich finde, wenn es nach mir ginge, würde ich den ganzen Tag Film gucken. Will Chips essen, Film gucken, Pizza. Das wäre mein Leben. Wär, also wenn ich nicht fett werden würde und dann irgendwann Probleme kriege mit Herz-Kreislauf, würde ich den ganzen Tag Serien gucken, den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und mir Chips reinknüppeln, ohne Ende. Aber ich weiß einfach, dass es nicht gut tut, dass es... Ich verfall dann in so eine Lethargie, ich werde dann immer, man wird dann immer müder und so. Ich mache Sport. Aber ich weiß halt einfach, dass es mir keinen Spaß macht. Also ich empfinde keine Freude, wenn ich laufen gehe. Es gibt ja Leute, die sagen, ah, mir geht es denn so gut. Und so, ich finde das total bescheuert. Aber es ist für meinen Körper gut. Wenn du das beim Mobbing erkennst, wenn ich das erkenne, ja genau, dass ich einfach, nein, dass auch da draußen, dass ich auch einfach sage, Freunde, man hört doch mal auf, ihr seid doch, das, wir hatten uns ja auch, Carsten und ich, und wir haben uns auch unterhalten bezüglich Social Media. Ich sage ja seit 3, 4, 5 Jahren, sage ich auch, sei es dem Sender, die wirklich cool darauf reagieren, auch alle möglichen Radiostationen, wo ich immer sage, Freunde, oder auch so Influencer. Influencer, wow, mein Leben ist total geil, Hashtag, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Es gucken ganz viele Mädels, 12, 13, 11, keine Ahnung, muss man gucken, Statistik, jährige Mädels, die meistens nicht so erfolgreich sind. Verstehst du? Die gucken das dann und denken, das ist so real, muss es sein. Das ist real life. Ich muss das auch so machen. Ich muss einfach nur, wow, mein Essen 12-mal fotografieren. Am Tag sagen, wow, geil, Alter, wow. Hashtag, wow, no carb. Ich bin so, mir geht so gut. Und dann bekomme ich auch umsonst einen Hotelaufenthalt. Und jetzt, darüber haben wir uns ja unterhalten, jetzt steigt die Nulllinie des Normalen. Also du bist heute, wenn du halt keine geile Louis Vuitton-Tasche hast und wenn du keinen geilen Gucci-Gürtel hast und wenn du keine geile Rolex trägst und wenn du keinen geilen Wagen fährst und wenn du keinen geilen Urlaub machst in Dubai, natürlich in Dubai wohnen, sonst, sorry bitte, ja. Also man muss Urlaub in Dubai, sonst bist du einfach assi. Und das schiebt das, die Nulllinie so weit hoch, dass das schaffen viele gar nicht. Das schafft keiner. Keiner! Keiner! Und ich sag euch eins, mir scheint wirklich die Sonne aus dem Arsch. Verstehst du? Wie geht's? Soll ich jetzt hier sitzen und sagen, ja, naja, ich mach das Ding seit 20 Jahren. Ich habe was 6-mal ein Stadion gefüllt, ich mach der Waldbühne voll. Mensch, mich haben 8 Millionen Leute live gesehen. Ich habe was, keine Ahnung, ich zähl's nicht, 10 Millionen Platten verkauft? Keine Ahnung. Mir geht's nicht schlecht. Soll ich dir noch was zustecken, Mario? Oder nein, überhaupt nicht. Nein, aber es geht darum zu sagen, ich kenne die Mädels, ich sehe das, ich mache da Urlaub, wo die rumtun. Ich sehe das im Vorfeld. Ich sehe das im Vorfeld, wie die sich da eine Dreiviertelstunde positionieren mit ihren bescheuerten Haaren, dass die endlich so sind und bis dann dieser Cocktail endlich dasteht, damit die Sonne auch so geil aussieht mit der Palme und so. Die sind da wirklich einen halben Tag beschäftigt für so ein Scheißfoto. Und vorher, pass auf, ganz kurz, vorher eine Hackfresse, die ist völlig schlecht gelaunt. Dann machen die das Foto, wow, mir geht's so gut, wow, mein Leben ist so geil, Alter, ich, wow. Und dann ist das Foto fertig, dann ziehen die wieder eine Fresse. Das ist ja das Geile. Und da haben wir uns vorhin drüber unterhalten.
Dadurch entstehen Depressionen. Ich schaffe das, was man augenscheinlich von mir erwartet. Ich schaffe das nicht. Kinder kriegen einen Leistungsdruck aufgezogen, vorgelebt. Und die Kinder sind so, die fangen schon mit so einem Druck an, so muss ich sein. Die Normalität, die Werte werden so verschoben. Es geht gar nicht mehr darum, einfach gesund zu sein und ein vernünftiger Mensch zu sein. Nein, du musst das haben, wenn du das nicht hast. Und wenn man das dann mal aufdeckt oder zeigt, was das für eine verlogene Scheiße ist, die da draußen abgelaufen ist. Deswegen sage ich ja, durch die Digitalisierung haben wir unsere Kinder verroht und leben ihnen Werte vor, Dinge, die wertvoll vielleicht sind, ja, aber die unsere Kinder kaputt machen. Und die Kinder sind die Zukunft unseres Landes und deswegen macht mich das immer wieder so wütend. Und deswegen ist man hier auch da mal leidenschaftlich laut, weil ich nicht verstehen kann, dass so viele wegsehen, auch TV-Anstalten Mobbing fördern, legitim machen. Auch der eine oder andere, der richtig Reichweite hat und richtig Vorbildfunktion ist, Mobbing nicht erkennen will, weil er das als legitimes Mittel sieht. Und da muss man noch mal die Grenze vorhalten. Und deswegen war mein Wunsch damals, einfach mal, es gibt keine bundesweite Kampagne, die sich gegen Mobbing stellt. Und da habe ich gesagt, okay, gegen ist immer blöd, sagen wir mal für Respekt und Toleranz im Zeichen von Stop Mobbing in Deutschland. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Und ich merke, dass da auch ein Riesenbedarf ist. Denn es sind Millionen von Menschen, die unter Mobbing nicht nur in der Schule, sondern im Beruf, sonst oder in diesen Leistungsdruck nicht aushalten. Und einfach diese Ellbogen, die wir in der Gesellschaft haben, dass wir das einfach mal wieder zurückstecken und auch Grenzen setzen. Auch mal TV-Sendern habe ich ja mal seit 1 Uhr gemacht. Einfach mal eine Grenze vorhalten. Ich sage, nee, deine Promis unter Palmen, jetzt ist mal Schluss hier. Ja, dass da einfach mal jeder genau hinkickt. Ihr habt doch eine Retters-Cut gemacht. Habt ihr nicht gesehen, dass die diese Frau da bis zum Letzten erledigt haben? Nö, wir dürfen das. Nee, das durfte nicht. Doch, wir dürfen das. Nee, weil wenn die Gesellschaft irgendwann erkennt, dass das scheiße ist, dann kicken sie den Krack nicht mehr. Nein, ich habe ja ein großes Problem. Ich habe ja ein großes Problem als Erwachsene, also auf der einen Seite sind wir dann immer Erwachsenenvorbilder. Wir sind so wahnsinnige Vorbilder. Also wenn ich irgendwas, also ich feiere jetzt und saufe auf Mallorca. Es ist viele Jahre her, auf den Kanarischen Inseln gibt es einen Feiertag. Der heißt Fiesta del Carmen. Carmen ist die Schutzheilige der Schifffahrt und der Fischer. Ja? Das ist ein jahrhundertealte Tradition. Das heißt, Fischerboote fahren einmal übers Meer mit der heiligen Carmen vorne, segnen quasi das Wasser und danach mit dem Wasser werden andere Boote vollgespritzt. Weil es ist ja quasi wie Weihwasser dann. Das ist deren, die feiern es auf den Kanaren 3 Tage. Und ich war auf den Kanaren, weil ich sehr viele Freunde auf den Kanaren habe, ich habe da mal gelebt, und habe dann das auch gemacht, mit einem Eimer Wasser. Und irgend so ein Paparazzi hat dann ein Foto geschossen, wie ich in so einem Schlauchboot sitze und den Eimer Wasser so auf ein anderes Boot. Und daraus wurde dann gemacht, hier, so aggressiv, schreie, Leute hatten Angst. So. Also es wird auch aus Dingen etwas gemacht, was es gar nicht gibt. Das heißt, ich suggeriere, genauso wie mit, ich brauche eine Louis-Vuitton-Tasche, ich brauche irgend so einen Scheiß, suggeriere ich etwas, was augenscheinlich richtig ist, oder mache Meinung und verstecke mich dahinter, indem ich sage, ja, was denn, die Leute wollen es ja lesen. Und ich bin da also auch ein bisschen anders, dass auf der einen Seite haben wir Verantwortung, da heißt es, wir haben Verantwortung. Auf der anderen Seite, wenn wir dann aber Verantwortung haben, dann heißt es wieder, nee, ich als Künstler, ich habe was denn, die anderen wollen es ja gucken. Also wer ist jetzt für was verantwortlich? Also haben wir Verantwortung oder nicht? Und wenn meine Verantwortung darin liegt, einfach auch ein Programm auszusuchen, also ich kann ja auch auf der Bühne nicht sagen, natürlich kann ich auf der Bühne sagen, was ich will, künstlerische Freiheit, darf ich dann aber nicht wundern, wenn keiner mehr kommt. Also natürlich kann ich ganz viele Dinge sagen, aber darum gibt es ja Künstler, wo keiner kommt. Oder wenige, und dann gibt es Künstler, kommen mehr Leute, und dann gibt es Künstler, kommen ganz viele. Du hast schon auch als, glaube ich, als Prominenter Zugang zu ganz, ganz vielen Leuten. Und wenn man, ich glaube, und daher ist es wichtig, dass auch mehr Prominente sich gar nicht, und das ist so ein Trend in unserem Land, die beißen sich gerade bei Carsten fest, der brüllt ja nur, völlig aggressiv, das ist völlig aggressiv, auch wie der das so sagt, das vergesse ich nicht. Das ist Ablenkung. Ja. Das ist Angst, das ist Ablenkung. Ich weiß nicht, wie es geht. Warum war ich Klassenclown? Das merke ich heute schon beim Training. Wenn es mir zu anstrengend wird, wenn es plötzlich irgendwas Neues muss ich lernen, wo ich merke, fuck, Alter, ich kann das nicht. Dann werde ich albern. Dann mache ich so beim Kampf. Letztendlich, damit andere lachen und ich lenke ab, dass ich es eigentlich nicht kann. Und wenn ich einfach sage, das gibt's nicht oder hey, ich mache mich lustig darüber und guck mal, der brüllt ja nur, ums Brüllen geht's ja und wenn du schreist den ganzen Tag, das ist doch, die Botschaft ist doch alle 2 Tage,
bringt sich ein Kind um. Oder öfter. Ja, aber auch das ist selbst alle zwei Tage. Ich finde es auch einmal in der Woche zu viel. Also immer wieder, wir reden von Kindern. Immer wieder. Ja, ist auch völlig egal, ob Kinder oder Erwachsene. Also ich bin ja nun auch ein erwachsener Mensch. Und also was muss passieren? Das ist ja, das habe ich mich damals schon gefragt. Da gab es ja so, kennt man doch aus der Jugend, die erste Freundin verlässt einen. Und da sagt man so lapidar, ich kriege mich auf, ich kriege mich auf. Und ich war ja noch nie so ein Mensch, weil ich immer gesagt habe, boah, mich umbringen, ich wüsste auch gar nicht wie und so. Ich finde mein Leben zu schön. Also, und jetzt muss man so darüber nachdenken. Und ein Klassenkamerad von mir hat sich witzigerweise, also was heißt witzigerweise, ist es nicht, aber hat sich selber umgebracht. Selbstmord. Allerdings, da wurde er älter, in eine Ausbildung begonnen, im zweiten Lehrjahr, der sich selbst umgebracht. Plastiktüte im Kopf. Und Feierabend. Und die Ursache dafür? Wir wussten es alle nicht. Schwerste Depression. So, und woher kommen denn so eine Depression? Schwerste Depression. Hatte keine Freundin. Das hat sich danach. Ich habe ja mit meinem Klassenlehrer sehr guten Kontakt. Und da habe ich gedacht, bitte was? Ja, der hat sich umgebracht. Mir ist ein kalter Schauer über. Ich war ja plötzlich Betroffener. Ich kannte den ja. Das ist ja das Interessante, ist ja, wenn ich nicht Betroffener bin, sind es immer die anderen. Das, was viel interessanter ist, ist, du bist für die anderen der andere. Wir sind auch die anderen. Alle sind wir die anderen. Nicht der andere. Dem anderen da bringen sie ein. Dem anderen klauen sie das Portemonnaie. Du bist ja der andere für den anderen. Also, und plötzlich war ich kannte den. Ich bin mit dem zur Schule gegangen. Der war ruhig, ja, der war zurückhaltend. War ein lieber Kerl. So. Der hat keinem was getan. Hat sich dann herausgestellt, hatte keine Freundin, hat sich seine Liebe dann bei der Prostitution geholt. Irgendwann ging jetzt nicht mehr, hochverschuldet, hat sich umgebracht. Also, was muss passieren? Und das ist doch viel wie, das ist mir scheißegal, ob der Carsten schreit oder ob er böse guckt und Mütze aufhat. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist doch so eine lapidare Kacke, ob der eine Mütze hat, dann kann von mir aus als Cowboy verkleidet da stehen. Die Information ist doch, Freunde, wir haben Leute, die das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Du musst ja nur daran teilnehmen. Das Leben ist wunderschön. Und ich helfe gern dabei, jugendlichen Kindern, auch Erwachsenen, einfach zu zeigen, pass auf, es gibt Momente, da sitzt du da, bist verzweifelt, sagst, macht alles keinen Sinn mehr. Doch, das geht weiter. Aber nur weil ein fremder Dritter Druck auf mich ausübt, mich psychisch fertig macht, soweit, dass, wie du ja in deiner Grube da sitzt und sagst, weißt du was, eigentlich will ich nur noch schlafen, lass mich alle in Ruhe, lass mich doch alle in Ruhe, lass mich doch einfach nur in Ruhe. Da ist ja schon Endstation, ist ja schon um 5 Punkte, da sind wir schon drüber. Also du musst viel früher schon anfangen. Das ist eine Prävention. Ja, und ich lese das, die Texte und ja, und du bist ja hier und du bist so umstritten und so. Bin ich auch. Witzigerweise ist jeder, der irgendeine Meinung hat, ist umstritten. Das ist ja, wenn du heute Corona hinterfragst und sagst, warte mal, verstehe ich nicht, bist du ein Verschwörungstheoretiker, bist du ein Schwein. Also als ich mir dieser Dieselkrise, Dieselskandal gesagt habe, weiß ich gar nicht, ist Diesel so schlimm, du Schwein, Fridays for Future, habe ich auch gesagt, weiß ich immer nicht, ihr habt diese Kaffee-to-go-Becher alle bei und so. Ihr werdet von Mutti mit dem SUV hingefahren und sagt, Fridays for Future, ich hinterfrage das ja nur. Dann bist du plötzlich eine Umweltsau. Also das ist so wahnsinnig einfach geworden, dass sobald du eine andere Meinung hast, und ich frage ja nur, ich bin ja nur einer, der kritisch war, sag mal, ist das wirklich so, dass alle 2 Tage sich jemand umbringt? Ist das wirklich so? Und wenn du dann Fakten liest, sagst, ja, es ist so. Und wenn du das ganz nüchtern betrachtest, müssen wir einfach sagen, das geht nicht. Nicht in unserem Land sowieso nicht, also eigentlich weltweit nicht, aber wir können doch nicht in einer Talkshow sitzen und sagen, boah, was sind wir ein geiles Land? Und das ist natürlich ein Thema, das ist für die Politik, ist das nicht, da, das ist nicht so geil. Nee, wir machen es trotzdem. Und das ist, deshalb haben wir vor 7 Jahren gesagt, oder als Radiosender, wir unterstützen das. Wir haben ja immer schon auch vor ein paar Jahren schon gesprochen und da hattest du noch nicht so viele Unterstützer, aber es werden ja erstaunlicherweise immer mehr. Warum? Das ist ja auch eine Gruppendynamik. Genau. Man muss natürlich nicht so sagen, es ist natürlich klar. Also erstmal kannte ich Mario Barth natürlich auch nur aus seinen Sendungen, obwohl wir im Endeffekt ganz lustig. Weil ich sehr lustig bin auch. Ja, natürlich. Super lustig. Richtig. Und weil ich auch so bescheiden bist, sind wir uns ja beide so sympathisch. Wichtig ist, dass du ihr erzählst, wie geil und lustig. Ja, das ist er. Aber das Witzige ist ja vor allem, wir sind beide 72er und Mario ist der Jüngere von uns beiden, Junior. Der ist nämlich genau 2 Tage nur jünger als Jünger. Das sieht man. Du siehst auch viel jünger.
hören müsst ihr auf mich, ich bin der Löwenbändiger in diesem lauten Käfig hier mit zwei Raubtieren. Ich bin nämlich der Älteste von uns. Genau, das ist 1972, zwei neue Kölner. Der hat uns gerade eine Ansage gemacht. Ich werde hier gemobbt von ihm, verstehst du? Überhaupt nicht. Ich werde zurück zum Thema. Ich wollte nur hören. Ja, natürlich. Ja, also grundsätzlich ist es wirklich so, wir müssen, die wollen halt viel ablenken. Und ich sage ja, ich nehme die, genauso wie die Rektoren das nicht gerne hören wollen. Ich sage, wichtig ist, mit Offenheit und Ehrlichkeit umzugehen. Mobbing ist ein gesellschaftliches Problem. Es tötet Menschen, es macht Menschen kaputt, es fördert Depressionen. Da sind so viele Dinge, die da kommen. Und das ist natürlich kein neues Phänomen, aber es hat sich halt einfach durch die Digitalisierung unheimlich verbreitet und es wird zur Normalität. Und wenn das im Fernsehen immer wieder auch legitim ist oder auch hier und da im Comedy-Bereich, ja, es gibt einfach Grenzen und die muss man aufzeigen. Und ich mache ja nicht weiter, wie bei den Kindern die Grenzen aufzeigen, auf Augenhöhe und sie abholen und sie wieder als Einheit zusammenzuführen, damit jeder sieht, ey, ihr braucht das nicht tun. Ihr seid so viel besser, wenn ihr gemeinsam zusammenhaltet. Aber gleichzeitig muss ich der Politik den Spiegel vorhalten und sagen, hier habt ihr jahrelang das Problem unterschätzt und hier ist jetzt mal Stopp. Und jetzt ist ja nicht nur das, eine Kampagne ist ja nicht nur dafür da, eine Organisation ist ja nicht nur dafür da, um zu sagen, hier ist schlecht da und so, sondern wenn ich kicke, ich habe ja nur mal so über 75.000 E-Mails bekommen in den letzten 7 Jahren. 75.000, das ist ein Wahnsinn, was ein Hilfeschrei ist und die ähneln sich alle. Und dann kommen natürlich auch mal Dinge, hier Carsten, kümmere dich um Promis unter Palmen, oder Carsten, ist das so in Ordnung, was der Olli da macht? Und sag, ey, dann telefonierst du mal und sagst, ey, Alter, kannst du das nicht irgendwie anders machen? Und dann greife ich da ein und dann werde ich da gleich gedisst und dann parodiert man mich. Danke nochmal übrigens für die Werbung. Das alle tut, nehme ich alles hin, weil wenn man parodiert und ein bisschen, ja, da ein bisschen Spaß hat, ist alles gut. Aber wenn man Grenzen überschreitet und wirklich zu weit geht, dann muss man mal sagen, stopp. Aber wenn du das hast, dann sagst du, hier, da bist du kritisch. Ja, was steht in Neukölln? Neukölln würde mich nicht an den Schulen haben wollen. Nochmal. Verboten, du bist ja die verboten. Die waren noch nie bei mir. In Neukölln verboten. Die waren noch nie bei mir. Natürlich. Ja, aber das, ob es die FDP und die CDU ist, ohne jetzt Parteibuch auszurücken, die findet gut, die wollten es hinholen. Aber die anderen, die Mehrheit haben, sagen, verbieten, waren noch nie bei mir. Jeder, der bei mir in meinen Kursen war, sieht, was da passiert und sieht, wie es im Kontext zusammenhängt und was das ist. Ja, ich bin laut. Jetzt machen wir doch mal Schnitt. Vor 2 Tagen war ich im Landtag in Potsdam und war für die Freien Wähler dort als Experte und Berater. Die haben mich dazugehört, um Gesetzesentwürfe mit zu verlassen zum Thema Mobbing. Und da saßen 35 Leute aus dieser Spitze dieser Partei, die mir zugehört haben. Also alle Menschen so zwischen 40 und mindestens 60, 65. Und da habe ich genauso geredet. Und diese Menschen waren genauso gefangen und konnten diese Zahlen nicht glauben und wollten auch von mir. Nein, was? Ja, glaubst du nicht? Ja, als ich das erste Mal gehört habe, habe gesagt, das stimmt nicht. Und ich bin einer, dann recherchiere ich, rufe in mein Büro an und sage, Freunde, guck doch mal nach. Es gibt ein statistisches Bundesamt in Wiesbaden, da kann man anrufen, kriegst du alle Zahlen. Da weiß ich, wie viel Klopapier verbraucht wird in Deutschland, alles. So, es stimmt. Und das ist etwas, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch den Verantwortlichen zu sagen, pass auf, nur weil in der Vergangenheit das bisschen vernachlässigt wurde, habt ihr trotzdem die Chance, es besser zu machen. Chance, das ist eine Riesenchance für uns alle. Lass uns das doch besser machen. Also, was ich ja immer schlecht finde, ist, wenn man immer sagt, guck mal, ihr könnt gar nicht, ihr seid doof. Das sind sie ja gar nicht. Also, ich finde das hervorragend, was teilweise gemacht wird. Die haben jeder, selbst ein Dackelzuchtverein, ist ja der Meinung, er ist wahnsinnig wichtig und er wird nicht angehört. Und er geht auch zu seinem Fraktionsvorsitzenden und sagt, hier, Achim, was ist denn los? Ich habe, der Dackelclub kriegt viel zu wenig Förderung. Also, jeder hat, ist ja, wenn er betroffen ist, sieht das. Und es ist ja eine Chance auch für die Politik, einfach zu sagen, warte mal, wir hören uns das, es tut doch nicht weh. Nee. Hörst dir doch einfach mal an, guck dir doch mal die Zahlen an und dann entscheide doch selber. Und dann machen wir, aber irgendwann müsste doch mal auch das aufklappen und sagen. Macht es ja mittlerweile auch. Die haben ja im Bundestag schon über das Thema und auch über meine Arbeit geredet. Ich habe Mitglieder des Bundestages, die Botschafter sind. Es poppt immer mehr auf. Und jetzt ist ja, das, also sag mal, wenn man jetzt, es ist ja kein parteipolitisches Thema. Also in Berlin, wenn ich jetzt sagen wir mal von der SPD und den Linken bekämpft, jetzt gehst du über die immer weniger Grenze bis in Brandenburg, da ist auch die SPD, die unterstützt mich ja auch. Also das hat ja, ich glaube, das ist persönlich. Es ist persönlich. Es ist ein persönliches Interesse. Frau Scheres mag mich nun nicht unbedingt. Ja, weil ich auch den Lebensschwer mache, jetzt wieder mit der Elite-Ballettschule, wo ich mithelfe aufzudecken, dass die jahrelang davor Bescheid wusste, jahrelang weggekickt hat, dass da Kinder unter massivsten Druck von Leistung kaputt gemacht wurden. Nee, jetzt, oh, jetzt tun wir mal so, als wenn, oh, jetzt sehe ich gerade, das hast du gewusst. Und da muss doch mal einer den, ich leg nicht die Hand drin, ich spreize sie sogar, weil es um Menschenleben geht und Kinder, die Zukunft sind. Und wenn wir jahrelang Fehler gebaut haben, ich sag, da hast du recht, stimmt dir vollkommen. Wir sind wirklich der beste soziale Land, was es auf der Welt gibt. Aber wir haben Fehler im System
und Lücken. Und die gilt es abzustellen und zu schließen. Und das ist so eine. Es ist unbequem. Ja, es würde Geld kosten. Richtig, man müsste Veränderungen machen. Richtig. Aber sind unsere Kinder das nicht wert? Sind unsere Kinder das nicht wert, diese Lücke zu schließen? Und deshalb Stopp Mobbing, damit es sichtbar wird. Und jeder, der eine Stimme hat, und du hast nicht nur eine lustige Stimme, sondern du hast viele Menschen, die dir zuhören, die dir folgen, die sehen, ein Mario Barth setzt sich gegen Mobbing ein und alle anderen auch. Und ich kann nur wirklich jedem sagen, bitte unterstützt dit oder macht euer eigenes Ding, wenn ihr das sein wollt. Aber bitte schaut bei Mobbing niemals weg. Es kann jeden treffen. Und immer jetzt mal Ilka Bessin, also ehemals Cindy aus Marzahn, die jetzt auch sagt, wir müssen was gegen Mobbing machen. Ich meine, finde ich gut, dass sie das macht. Am besten alle zusammen, nicht jeder sein eigenes Ding. Sie wird jetzt Opfer von Mobbing, weil sie dabei Let's Dance mitgemacht hat. Und ihr Leute schreiben, was für Dinge. Das finde ich daneben. Diese Frau hat etwas geleistet. Was bildet euch ein? Ja, das ist ein großer Trend gerade. Das gibt ja dieses Künast-Urteil, was ja auch noch in der Schwebe ist. Da hat die ja zu Recht hat die gesagt, da gehen wir mal in die nächste Instanz. Ich glaube, was viele Menschen falsch verstehen, wobei viele sind es eigentlich gar nicht. Es sind ja ganz wenige, die sind einfach nur laut und schreiben unter 30 Synonyme und so. Es sind ja, die Masse ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, die ist kultiviert, die Masse ist... Aber sie muss es wissen, Mario. Die Masse weiß es ja teilweise nicht. Genau. Das ist das Problem. Wir müssen sie wandeln, dass sie es sehen. Wie, so schlimm ist das ja? Warum sagt denn das keiner? Naja, weil es unbequem ist. Aber wenn es alle wissen, dann sagen alle Stopp. Und genau das müssen wir erreichen. Ja, das ist genau darum geht es ja. Dass du einfach den Leuten sagst, du, freie Meinungsäußerung ist was anderes. Das hat mit Beleidigung nichts zu tun. So ist das. Und wenn Ilka Bessin bei Let's Dance eine Sendung macht, jetzt völlig egal, ob man die mag oder nicht, das ist ja das, was ich immer wieder sage. Meine Mutter ist ein Riesenfan von André Rieu. Du wirst bei mir zu Hause keine Platte von André Rieu finden. Aber du wirst auch nicht schreiben, du bist ein Idiot. Aber ich kenne ihn doch gar nicht. Und er hat doch eine Daseinsberechtigung, weil ganz viele Menschen gehen in sein Geigenkonzert. Aber ich kann doch nicht zu AC/DC gehen und sagen, scheiß Konzert, sehr laut und immer nur E-Gitarre. Ja, das ist AC/DC. Wenn du Flöte hören willst, musst du woanders hingehen. Aber das ist so ein Trend geworden, dass wenn das nicht das ist, was ich mag, ist das automatisch Kacke. Und das stimmt nicht. Also ich kann ja einen mögen oder nicht mögen. Und natürlich steht das jedem frei zu sagen, Ilka Bessin, was macht die bei Let's Dance? Ich fand's geil. Ich fand's super unterhaltsam, ist lustig. Und ich finde es total richtig, was sie da gemacht hat. Auf jeden Fall. Ja, die war ja nun auch schon ein paar Mal in meiner Sendung. Und ich habe die so weit, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit, ich kenne die Person. Auch mit dem Wort Freundschaft gehe ich ganz, ganz vorsichtig um. Also bevor einer mein Freund ist, dann, das dauert echt lange. Nicht 3 Wochen ein bisschen telefoniert und dann best friend forever. Sondern, beruflich kenne ich sie und die hat, wenn die in die Sendung kommt, liefert die ab, macht ihren Job und geht nach Hause. Und was sie zu Hause macht und ob die wie die was und ob die dick oder dünn oder klein oder groß, ob die Veganerin ist, vegetarisch oder den ganzen Tag nur Hack isst, ist mir scheißegal. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Das ist doch überhaupt nicht meine Aufgabe. Es gibt früher auf der Straße, würdest du niemals jemanden, der komisch aussieht, sagen, du siehst aber komisch aus. Aber jetzt, wo du die Möglichkeit hast, über ein soziales Netzwerk unter einem blöden Pseudonym zu schreiben, dann sagst du, Alter, scheiße, totale Scheiße. Black Tiger 96. Ja, aber die Frage ist, warum machen die Leute das? Weil es bequem ist und wir haben, ich sage immer wieder, wenn ich so eigentlich kommentiere ich das ja nicht. Aber manchmal schreibe ich, Mann, weißt du was, du bist unheimlich mutig, da auf deine Tastatur einzukloppen und mir irgendwelche Dinge ins Gesicht zu sagen. Aber du kannst ja jederzeit einfach mal vorbeikommen, dann halten wir uns ganz nett miteinander und dann erzähle ich dir auch mal, was Respekt und Toleranz ist. Der Problem ist bloß, dafür müsstest du erstmal zwischen deine Beine greifen. Und da hapert es ja schon. Es ist immer einfach, am besten mit irgendeinem Synonym und anonym zu schreiben. Die Menschen sind sie sich zusammen. Ja? Ich habe Herrn Jotta die Grenzen aufgezeigt und ich war trotzdem bereit zu sagen, komm, du hast da frauenfeindliche Dinge gesagt, du hast Dinge gemacht, ich gehe mit dir in Live-Chat. Ja? Ja, ich kann's, doch, der Mann hatte Recht, sich in irgendeiner Weise zu äußern und mir zu erklären, wie er der sein kann, dass er der Meinung ist, man könnte Frauen alkoholisiert ausnutzen oder mehr oder weniger zum Missbrauch aufrufen. Und er hat gesagt, das geht nicht. Und dann ging die Meinung gesagt, habe ich gesagt, wisst ihr was, du verhältst dich wie ein riesen Arschloch. Den habe ich ins Gesicht gesagt. Und da habe ich auch gar kein Problem. Ich sage jedem ins Gesicht, was ich denke. Aber es gibt ja mal Grenzen zu sagen, wisst ihr was, du benimmst dich wie ein Arschloch, Mario. Dann muss er doch wissen, wenn er zu weit gegangen ist. Aber muss ich jetzt? Na, vielleicht muss ich es noch nicht mal wissen. Vielleicht merke ich es ja gar nicht, weil ich in meiner Welt bin. Richtig. Und da muss aber Rache werden. Ist es nicht sogar wichtig, dass man, das ist ja, man sagt das so aus Spaß immer,
wenn so manche Menschen Klamotten anhaben, wo man denkt, da hat keine Freunde. Wäre ihr einfach sagen, das geht gar nicht. Oder viel zu viel Parfüm. Also es ist so mein Ding, ja. Kommst in einen Fahrstuhl, kriegst einfach, steigst in einem Hochhaus, Stock 12 ein, kriegst keine Luft bis unten. Weil die einfach 400 Liter Parfüm, da sitze ich immer dann und denke, hat die keine Freunde? Oder hat der keinen Freund? Oder kein Freundeskreis, der sagt, ey Achim, Alter, mach mal nur einmal, pft, aber diese 12 Mal krieg keine Luft, wenn du in mein Auto einsteigst. Aber viele Leute trauen sich das auch nicht. Das ist halt, weil es unbequem ist. Wir hatten das am Telefon auch gesagt, wenn Carsten versuchte, mich anzurufen, und dann schreibe ich habe keine Zeit. Und da gibt es Leute, die sind da sauer. Wie? Naja, ich habe gerade keine Zeit. Also auch wenn man mich anruft und ich gehe ran, störe ich, sage ich, ist wichtig? Nee, ja, dann störst du. Wie? Ja, du störst. Warum störe ich? Du hast mich gefragt, ob du störst. Und ich sage ja. Also damit muss man doch klarkommen. Also ich weiß, bei einer Frage muss ich doch davon ausgehen, wenn mich einer was war, auch bei einem Autogramm oder so, Herr Bart, können wir ein Foto machen? Gibt es Situationen, wo ich sage, nein? Und dann gucken die dich an und sagen, wie? Sag ich, nein. Wie nein? Du hast mich gefragt, ob wir ein Foto machen können. Ich sage, nein. Wie nein? Na nein. Wie nein? Ich sage, wie lange wollen wir das machen? 12 Minuten, Alter. Du hast mich gefragt, können wir ein Foto machen? Ich sage, nein. Ja, warum nicht? Ich sage, weil ich habe ja dieses flache Gerät. Das halte ich ja an mein Ohr. Und nicht, weil mir das Ohr kalt ist. Ich telefoniere gerade. Ich habe ein wirklich wichtiges Gespräch. Warte halt 5 Minuten. Und dann habe ich mir einmal, weiß ich doch genau, ich war in Stuttgart. Ich habe aber keine Zeit und keine Lust zu warten. Naja, dann gibt es kein Foto. Dann musst du gehen. Also, und dann wird dann seine Wahrheit erzählt. Und so entstehen dann auch irgendwelche Dinge. Und dann wird das im Chat, und das hast du ja gefragt, unter Black Tiger 96, Happy Hour 9 und Darth Vader unterstrich 54, wo ich mir auch immer die Frage stelle, war unterstrich 53 schon weg oder warum Darth Vader? Warum ist das erlaubt? Das ist etwas. Ja. In den sozialen Netzwerken, ich heiße da Mario Barth. Ich heiße doch auch nicht Big Mamba 19. Den hast du von mir. Den hast du von mir. Big Mamba, ich habe den Ding Dong, Mr. Ding Dong. Ding Dong, Ding Dong heute. Ding Dong. Und schreibt dann irgendeine Sülze und muss mich dafür nicht verantwortlich zeigen. Und das ist das Problem. Und ich sage das immer spaßeshalber. Die Typen hatten wir damals in den 80ern auch. Und jeder kennt die. Jeder kennt die an so eine Imbissbude oder so eine Trinkhalle oder so. Weißt du, so ein Kiosk. Die drei Sosowskis da. Immer. 13 Uhr, rotzevoll, linke Seite oben fehlt komplett. Und dann, Natascha, ja, weißt du, meistens auch eine kaputte Stimme. Wir kriegen alle billiger, kennen jeden. Und können alle doch besser, alle. Wenn du irgendein Auto gekauft hast, was 20.000 Euro kostet, hast du für 10 gekriegt, dann hättest du mir mal Bescheid gesagt. Hätte ich dir für 8 besorgt. Guter Kumpel von mir. So, diese Typen, die haben heute Internet und heißen da Vader unterstrich 54. Ist das Geburtsjahr? Ja, meistens ist es Geburtsjahr. Ja. Aber trotzdem, alles, was du sagst, ich vergleiche das immer, es ist ja im Endeffekt wie eine Welle. Wenn sich also jemand hinstellt und als Vorbild sagt, ich trage dafür keine Verantwortung, was die tun. Ja, dann sage ich, also weißt du was, du sagst ist, als prominente Persönlichkeit hast du einen riesen Einfluss. Und wenn du anfängst, sagen wir mal, in deinen Worten einen gewissen Hass zu schüren auf eine bestimmte Zielgruppe, dann ist das so, als wenn du auf der Zugspitze stehst, wo ein Haufen Schnee liegt und nimmst den Schneeball. Und von der Spitze lässt du ihn losrollen und sagst, ab dem Moment ist es nicht mehr dein Problem. Und unten kommt da kein Schneeball an, sondern eine Lawine, die die ganze Stadt wegreißt und alle Menschen tötet. Ist nicht deine Aufgabe gewesen, aber du hast doch die Verantwortung gehabt, die Lawine loszutreten. Also wenn man Hate Speak betreibt oder seine Meinungsfreiheit so weit dehnt, dass Menschen und vor allen Dingen Menschen nicht, die wirklich so wie du und ich einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, sondern die man dadurch erst richtig bekannt macht, ja? Egal was sie machen, Menschen machen Fehler. Aber Richter und Staatsanwalt, die sitzen im Gericht. Und es sind keine Prominenten, die auch nicht im Internet sich in Innerweiter machen. Es muss eine Grenze geben. Und die muss es für Fernsehsender geben, die muss es auch für Persönlichkeiten geben. Und die Grenze ist doch auch da. Deswegen, meine lieben Zuschauer und Zuhörer, ich frage mich eigentlich mal, was wir überhaupt diskutieren. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt für jeden. Für Mario Barth, für Carsten Stahl, für BB Radio, für RTL, für Sat.1 und auch für Oliver Pocher. Für die, die noch nicht wissen sollten. Du magst sie nicht, Mann. Ja?
Nein, das, pass auf. Nein, pass auf. Er hat eine Wahnsinnsparodie gemacht. Also wirklich, muss ich sagen. Ich habe ja mit ihm telefoniert. Man hört das so raus irgendwie. Nein. Ich mag es nicht, dass mir einer sagt, das ist kein Mobbing. War halt ein Problem, weil wir haben kein Mobbing an der Schule. Hört ja jeden Tag. So, und von den Politikern auch so schlimm ist er denn nicht. Also pass auf, es ist halt ein schmaler Grat zwischen Spaß. Es gibt natürlich Menschen, die haben eine andere Meinung. Ja, die kann er ja haben. Und die sagen einfach, ich sehe das nicht so als Mobbing. Und jetzt ist es natürlich die Aufgabe, dem zu erklären oder versuchen zu überzeugen. Das ist ja so, ich finde ja Überzeugen immer ganz geil, zu sagen, naja, doch, also in Form von Kommunikation und sagen, wann fängt denn bei dir Mobbing an? Also ich glaube, dass ganz viele Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen haben, was ist Mobbing? Also ist es schon Mobben? Das hatten wir ganz am Anfang des Gesprächs. Wenn ich sage jetzt mal, da sitzt einer in der Schulklasse, popelt die ganze Zeit. Also gibt ja Menschen auch, die kennt jeder, der schon mal an der Ampel gestanden hat, der sitzt in einem 500er Mercedes und der friemelt sich da ein zurecht in seiner Nase. Und dann rollt er sich den so schön und jeder kennt das. Und dann schnipst er den so an eine Scheibe oder auf den Fußmatte. Hat jeder schon gesehen. Jetzt sitzt dieser Schüler in der Schule und popelt wie ein Weltmeister, weil er in einem Gedanken ist. Und schmiert diesen Popel an den Tisch. Und andere Kinder sagen, Alter, das ist ekelhaft, weil danach kommt eine andere Schulklasse rein und dann haben die den Popel da am Tisch. Bist du bescheuert? Und er reagiert nicht. Und das macht er 3-4 Mal. Und dann fangen die irgendwann an, den zu beschimpfen, so als, weiß ich nicht, als Popelidiot oder so. Hör doch mal auf damit. So, ist das Mobben oder ist es ein Hinweisen oder ist es ein aggressives Hinweisen? Oder weißt du, das ist so wahnsinnig schwierig, glaube ich, zu entscheiden. Also ich sag mal so, Ben, es ist natürlich, er macht einen Fehler. Und den Fehler natürlich auch zu sagen, wissen Sie was, mach den bitte weg. Das wäre jetzt schon mal so, mach den mal weg. Sondern wenn du das nicht machst, dann sagen wir das der Lehrerin zum Beispiel. Weil das halt einfach merkt. Das ist in dem Moment so legitim, das zu machen, weil das ist ja wirklich falsch. Und man hat ja aber nicht gesagt, man hat gesagt, ey, mach mal den Popel weg. Man hat ja auch nicht gesagt, ey, du Stück Scheiße oder was, mach den Popel weg. Aber wenn man jetzt durch die ganze Schule rennt und sagt, der und der hat da einen Popel hingeschmiert und dann geht eine Welle los und dann dichtet jeder was dazu. Dann ist es ein Denunzieren, also ein Aufdecken für Leute, die es ja nicht angeht. Und dann wird dieserjenige, dann nehme ich nicht nur der Popeldreher, sondern wird der Popelfresser. Oder eine riesen Energie nimmt das an. Und dann kann das sehr, sehr heftig werden. Und jetzt haben wir darüber geredet, wie Mobbing früher aussah. Cybermobbing war früher so, dass man ein Blatt Papier irgendwo hingegangen hat und sagt, der und der hat das gemacht. Heute haben wir die digitalisierte Welt. Das weiß innerhalb von einer Sekunde die ganze Schule. Und in dem Augenblick, wo zum Beispiel Schicksale da dran hängen und die Leute sich anschließend vielleicht das Leben nehmen wollen, weil sowas passiert, da geht es in dem Augenblick nicht mehr. Da fängt das nämlich an. Da ist die Grenze überschritten. Und das macht er teilweise. Ich meine, ich finde es ja grundsätzlich nicht schlecht, irgendwelche Influencer. Sind wir alle bei. Ja. Ich finde die total super wichtig. Also ich musste mich auch angreifen lassen, weil ich gesagt habe, ich kenne Oliver Pocher nicht. Also als wir sind nicht befreundet und so. Und dann kam große Fans, was ich super finde. Sagt, natürlich, du warst doch bei ihm und so. Aber nur weil ich einmal bei ihm bin, kenne ich ihn nicht. Also ich kann dir nicht sagen, wann er Geburtstag hat. Ich weiß nicht, ob er einen zweiten Vornamen hat. Keine Ahnung. Also ich gehe mit dem, wann kenne ich einen Menschen, etwas anders um. So. Und grundsätzlich finde ich das hervorragend, dass einer endlich mal sagt, pass mal auf, da in dem Internet ist alles fake und jetzt nenne ich euch beim Namen. Ihr seid prominent. Und wenn ich draußen lüge, das macht die Presse ja auch, wenn ich den ganzen Tag erzähle, boah, wie geil, meine Hallen sind voll und da sitzen nur 12 Leute, dann wird die eine oder andere Zeitung plötzlich schreiben, stimmt da gar nicht. Mhm. Weil du lügst, du täuschst falsche Dinge vor und suggerierst, boah, wie geil ist das? Und ist es nicht. Und daher finde ich das, was der Pocher da macht, und zu sagen, ey, pass mal auf, du hast eine Fake Rolex, was bist du überhaupt für ein Typ, dass du hier machst nach außen, bist du wahnsinnig erfolgreich, Fake Rolex, Fake das, du hast ja Follower verkauft, du verkaufst quasi den Jugendlichen da draußen, boah, geil, Alter, mein Leben ist so geil, Hashtag mir scheint die Sonne aus dem Arsch, und gar nichts. Das ist, ich habe morgen 5 Millionen Follower. Ich glaube, es wird ein Tool geben, den überweist man dann, keine Ahnung, 100.000 Euro oder ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Und dann habe ich 5 Millionen Follower von Ranjit Dumpantitö in Indien, der mich plötzlich total geil findet, dass ich in Erfurt auftrete. Weil man kann, das ist digital. Und dass der jetzt mal sagt, ey, guck mal, das seid ihr, finde ich richtig. Da sind wir dabei. Es ist jetzt, aber er hat Grenzen überschritten teilweise. So, und, und jetzt wird es spannend. Ja. Wenn es halt auch immer der Ton macht so ein bisschen. Genau, zu der Frage, wo ist die Grenze überschritten? Ne? Da muss man wirklich gucken. Also, und da guckst du mal ganz wann ist es bei dir überschritten? Also überschritten ist es, wenn zum Beispiel, also es ist,
Ich erstmal davon abgesehen, ich habe ja nicht immer auch die Zeit, mir von allen anzukicken. Und wenn du im Internet warst, der Seekämer, der jetzt mit dir verlinkt bin, ja. Aber du guckst schon. Ja, natürlich regelmäßig. Ich will, aber wirklich, ich muss Autogramme von dir mitnehmen. Wa? Also, das ist richtig. Ja. Seitdem ich mit dir telefoniert habe. Das ist wieder der Löwendonkteur. Ja, also, ein bisschen Spaß muss man auch mal machen. Spaß vorbei. Du kannst ja hier noch schneiden. Entscheidend ist in dem Moment, wenn man anfängt, es zu überpacen. Also Oliver hat ja auch so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, ja, ich habe doch wohl das Recht, euch den Spiegel vorzuhalten, wie ihr euch denn hier so begibt und so. Finde ich vollkommen richtig. Überteuerte Produkte, eine Creme, die 50 Cent kostet, Alter, da bin ich voll dabei. Ja, ob sie da übertragen oder wie und immer diese, oh, du musst so sein, alles klar. Wenn es Kinder ins Netz zu stellen, besonders Klinik, absolut bei dir. Unterstütze ihn, kann er alles von mir haben, werde ich immer unterstützen. Das ist überhaupt erlaubt. Ja, ist beschämend. Aber wenn man dann, der Zweck heiligt halt nicht immer die Mittel, wenn man dann, sagen wir mal, in der Wahl seiner Worte teilweise schon so einen Druck ausübt, dass die, sagen wir mal, vielleicht die Gemeinde, diese Fans, oder will, das Wort mag er ja nicht hören, also die Follower, vielleicht auch sehr, der ein oder andere sehr einfach da gestrickt ist und dann aber richtig sich auf die Leute auch einschießt. Wo ist denn der? Und Hass. Und teilweise bring dich um, du Abzocker, du. Dann ist es halt auch, da kannst du natürlich hinzuhören, ich habe ja von vornherein gesagt, geht die nicht an, aber du weißt doch, dass du mit deiner Art, die zu machen, wenn ich aber sachlich bleibe, ich sage, pass mal auf, könnt ihr mir mal sagen, ich habe hier gerade gesehen, Produkt A, Produkt B, alle das gleiche, aber wenn man das sachlich macht, das Problem ist bloß, dass das natürlich seine Art ist. Und er hat ja schon mehrere Schadensersatzklagen gehabt und wurde auch verklagt bei Wetten. Das hat er mal gesagt zu einer Frau, also irgendeine alte Dame, du siehst aber ganz schön alt aus, wenn ich jetzt so richtig zitiere, du musst mal eine Schönheits-OP machen oder mach doch mal. Einfach mal so aus dem Nichts, ich meine, hallo, wenn meine Mutter gelesen wäre, hallo. Ja, also, und ich frage mich, was soll das? Muss das sein? Und ich, ihr sagt, für alle da draußen, ich habe ihnen das Gesicht gesagt, ich habe mit ihnen telefoniert, habe gesagt, Olli, ich finde das gut, was du machst, aber das schneidet sich anders, das ist kein Mobbing. Ich sage, du, hab dich noch auf keinem Seminar gesehen, ich habe dich noch auf keiner Schule gesehen, das ist kein Mobbing. Und Olli, überleg mal, was du selber erlebt hast, was deine Eltern für einen Glauben hatten, deine Körperstruktur. Wir beide wissen, dass du auch genau weißt, wie sich das anfühlt. Erzähl mir kein Mist, warum kannst du es nicht anders machen? Aber das, halt, das wollte er nicht. Und dann habe ich halt, oh, genau das gleiche wie ihr. Wenn du das kannst, zeig ich dir mal, und ihr war nett und höflich und leise, habe ich ein Video gemacht. Ich habe das zusammengeschnitten, dass alle mal sehen, einfach mal von seinen, und das war ja nur ein Teil, so von diesen Entgleisungen, sag ich mal, ja. Und das hat gezeigt. Er hatte dann noch comedy-mäßig, ja, mein Best-of, ich meine Best-of, wo er sagt, du hörst da deine Kette klappern, die brauchst du gleich, ja. Also, oder von Bitch, und ich will das doch gar nicht ausdefinieren. Aber ich habe gesagt, Olli, das alles brauchst du nicht, das alles. Und dann habe ich auch einen riesen Shitstorm abgekriegt. Ach du, sorry, Alter. Die Menschen, die mich hassen, ich komme aus Berlin und Köln, jetzt für alle da draußen. Also, die Leute, die meine Gegner sind, diese Schlange geht einmal um Block, also hinten anstellen und eine Nummer ziehen. Also, sorry, da, wenn sie mich hätten, alle tut, aber lass doch diese Frauen in Ruhe. Ja, nämlich genauso viele und mehr, weil wo es ein dagegen gibt, auch immer ein dafür. Aber wenn man diese Grenze halt überschreitet, dann muss doch mal jemand auch sagen, wenn ich über 300 E-Mails bekomme von besorgten Bürgern aus Deutschland, die sagen, kannst du nicht mal was dem Olli sagen, dann ist das doch meine Pflicht. Und das habe ich gemacht. Und dann, weil natürlich auch kritische Stimmen angefangen haben und dann auch die Medien angefangen haben, darüber zu schreiben, Jan hat er mich halt parodiert. Und ganz ehrlich, und da muss ich wieder sagen, da war er wieder in Topform. Nicht einfach so rausgeschossen, so einen blöden Kommentar oder so. Da hat er sich wirklich, der hat sich meine Videos angeklickt, der hat sich Schminke ins Gesicht gemacht, der hat sich Furchen gemacht, der hat sich Bart angeklebt, der hat sich eine Mütze auf den Kopf gesetzt, weil ich damals durch Corona ja sehr haarig war, ich war ja entweder Friseur, hat sich so eine Jacke angezogen, wie ich sie auch auf so einem Video hatte, und hat losgewettert. Und jetzt nochmal danke, danke für diese Werbung. Hat einen Live-Chat gemacht mit ein paar anderen Leuten. Den einen oder anderen kannte ich. Den anderen kenne ich eigentlich nur aus Hören, dass er irgendwie Frauen mal gewirkt hat. Ja, also auch schon bedenklich. Aber macht mal schon mal witzig. Aber dann hat er mir noch ein 13-minütiges Video gewidmet. 13 Minuten. Ich meine, der Pantomid, sonst die Merkel oder ein Trump. Carsten Stahl. Ey, danke. Danke, wenn man mich schon parodiert, dann muss ich doch alles richtig machen. Spricht ja in der Familie von Parodie, ist ja der Ritterschlag. Also, als Mike es in seinem Programm irgendwann mal. Und das hat er YouTube gemacht. Wusste ich, jetzt habe ich es geschafft. Genau. Du parodierst ja Jürgen Kuschutzke nicht, weil keine Sau weiß, wer Jürgen Kuschutzke ist. Da brauchst du ihn nicht parodieren. Also du bist jetzt ein Superstar. Genau. Und, kann ich also, und deswegen, und das muss ich wirklich sagen, also immer wieder, ja, der mag den Olli nicht. Das ist totaler Blödsinn. Ich schätze den Oliver. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich sehe dich genauso wie Ken und Ken. Wir haben jetzt dreimal miteinander telefoniert. Also Ken sieht ein bisschen anders aus. Ja? Also, aber
ich schätze ihn, dass er das macht und auch, dass seine Frau dort ja teilweise sich wirklich einsetzt und auch wirklich da auch so. Jetzt ist es natürlich auch so, und das ist natürlich für sie auch wieder ein bisschen doof jetzt. Jetzt haben natürlich, weil ich und andere das auch gesagt haben, jetzt laufen die eine oder andere Strafanzeigen und jetzt stand es heute in der Zeit, jetzt stand es im Stern. Das Thema ist, er kriegt eine neue TV-Sendung. Und diese TV-Sendung ist bei dem Sender, wo du auch bist und ich auch mal wieder. Hervorragende Sendung. Ja, ja, das war klar. So, gut, aber ja, gut, ein hervorragender, der beste Radiosender ever, weil er war der Erste, der den Mut hatte, sich mit einem Mann wie mir, der kontrovers ist, auch einzulassen und großes Zeichen zu setzen. Aber du wirst mir nur sagen, dass du tätowiert bist. Richtig. Aber jetzt gucken wir doch mal. Bei Instagram kann jeder, solange er nicht gegen die Norm von Instagram verstößt, machen, was er will. Und da er viel Reichweite hat, ist das bei ihm auch ziemlich viel. Aber so ein Sender, das habe ich ja nämlich bei Sat.1 gelernt, als wir die Strafanzeige gemacht haben, der ist vor allen Dingen auch daran interessiert, dass er einen schönen, sauberen Ruf hat. Und wenn er natürlich viele Menschen jetzt schon im Vorfeld sagen, ist das dann alles in Ordnung, hoffe ich einfach, dass die Verantwortlichen bei RTL, und ich weiß, da sitzen gute Verantwortliche, dass sie vielleicht nochmal genau drauf gucken und sagen, muss man das ein oder andere Wort vielleicht drin lassen oder kann man es überpiepsen? Muss man so weit gehen? Denn ich denke, als Fernsehsender hat man eine Pflicht. Es sehen Millionen von Menschen. Man kann sich nicht hinsetzen und sagen, oh, Medienfreiheit. Nee, weil der Zuschauer und FSK, denn auch bei Sat.1 hat man doch noch mal rübergekickt über die Sendung und auf einmal wurde aus dem Netz genommen. Und das möchte ich eigentlich verhindern, dass das ja nicht erst passiert. Und Olli, du bist ein talentierter Komiker. Du hast wirklich was auf dem Kasten. Und was du nicht nötig hast, sind ja, Beleidigung, Diffamierung und Mobbing. Und das war teilweise Mobbing. Auch wenn du das nicht gerne hören willst, ich sag dir, als Vater, Bürger und Aktivist und als Anti-Mobbing-Experte in Deutschland, auch wenn das manche nicht hören wollen, das war teilweise zu viel und Mobbing. Dann müssen wir ihn bloß noch überzeugen, dass er die Kampagne Stopp Mobbing auch unterstützt. Dann haben wir eine weitere Stimme, die für uns arbeitet und dafür sorgt, dass dieses Thema auch mal zum großen Thema wird in ganz Deutschland und dass Leute, die das bisher nicht für sich erkennen konnten, dass Mobbing da ist und dass wir was dagegen tun müssen. Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Vielleicht fragen wir ihn einfach mal, ob er Bock drauf hat. Ne? Ich glaube ja auch, dass so wie ich ihn einschätze, ja, der ist ja nicht doof. Nee. Der hat das ja mitbekommen jetzt. Und so Shitstorm auch. Diese Parodie ist ja letztendlich schon so ein, also diesen Aufwand, das gebührt auch Respekt. Ja. Das muss er erstmal machen. Also der muss sich auch erstmal so eine Bomberjacke besorgen mit so einem Fell. Also das war ja dann nicht seine. Nein, hat er nicht. Glaub ich nicht, weil das passt nicht zu seinem Kleidungs. Und übrigens, ich habe herzlich gelacht. Ich habe da gelegen, habe gesagt, Alter, bin ich wirklich so? Das ist ja krass. Ist ja, der wirklich so? Also ich glaube einfach, dass der hat das schon begriffen. Ich glaube, der hat das schon begriffen. Ich glaube auch, dass es nicht ganz so einfach ist, Fehler zuzugeben. Also das kennt man ja von sich selbst. Das Schwierigste ist ja, das musste ich auch erst über Jahre lernen, Fehler zuzugeben, zu sagen, ja, tut mir leid. Also auch bei einem Freundeskreis sich zu entschuldigen und so. Also ich habe glücklicherweise einen geilen Freundeskreis, der mir auch teilweise sagt, wenn ich übers Ziel hinausschieße. Und dann werde regelmäßig angeblökt. Ja, so, Mario, komm mal wieder runter und mach mal nicht so und red mal einen anderen Ton oder mach mal das und du hast gesagt, du kommst vorbei, kommst nicht vorbei, ist scheiße. Und dann, man erwischt sich ja selber und sagt, eigentlich hat der recht, du hast gesagt, du kommst vorbei, kommst nicht vorbei, das ist scheiße. Dementsprechend, Olli Pocher, du bist gern gesehen bei uns, wenn du unsere Kampagne unterstützen möchtest. Wir laden dich jederzeit gern ein und er darf nächstes Mal auch gern mitdiskutieren. Total. Wir haben noch einen Platz bei uns im Sender und würden noch ein Mikrofon hinstellen und dann darf er auch mal sagen, was er gerne sagen möchte zu dieser Thematik. Also Olli, du bist herzlich eingeladen, wenn du jetzt gerade zuguckst. So, wir müssen uns ganz kurz an dieser Stelle auch mal verabschieden von unseren Zuschauern. 100 Minuten und 19 Sekunden. Wir sind schon eine ganze Weile dabei. Und wird der runtergeschnitten auf 8 Minuten braucht jemand. 1,30 ist das journalistische Gardemaß. Ach so, uiuiui. Natürlich, 1,30 trägt sich immer. Bist du noch so fleißig? Nicht mehr als 1,30. Genau. Dann können wir ja anderthalb Stunden weg. Nein, können wir nicht. Weil ihr steckt da die ganze Zeit, hier mal zusammenzukommen und über dieses wichtige Zeug und sagst, hey, da gibt es eine Kampagne, die ist unterstützenswert. Der ist jetzt Carsten Stahl, der redet, bin ich. Ja, ja, das ist der Zuschauer. Die Stimme ist eigentlich irgendwie gleich. Du bist der Bruder von einer anderen Mutter. Ja, genau. Also, was mir wirklich am Herzen liegt, ist wirklich, wenn man mich mal fragt, was hast du für einen Wunsch? Dann sage ich immer, wisst ihr, ich wünsche mir eigentlich, dass ich irgendwann arbeitslos bin. Das würde bedeuten, dass es Mobbing nicht mehr gibt. Das ist ein frommer Wunsch, der nie eintreten wird. Mobbing wird immer ein Teil unserer Gesellschaft sein, aber wir können ihn eindämmen und die Pflicht haben wir auch. Aber ich habe einen Wunsch und das ist mein Appell, vielleicht an alle da draußen. Denn mein Wunsch ist es, dass irgendwann kein Kind mehr mit Angst zur Schule geht, weil andere sie erniedigen und demütigen und kein Kind mehr in Deutschland sich wegen Mobbing das Leben nimmt. Das ist mein Wunsch. Ich denke,
Das sollte der Wunsch von uns allen sein. Denn die Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es nur schlimmer. Das müssen wir verhindern. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die Kinder sind ja unsere Gegenwart auch. Also es sind ja nicht nur, wir reden immer von Kindern, sind unsere Zukunft. Das ist ja auch ein wahnsinniger Last für Kinder, wenn sie sagen, boah, ich bin die Zukunft, scheiße, schaffe ich das überhaupt? Sondern sie sind auch, die sind unsere Gegenwart. Also diese Kinder sind, und wir sind Erwachsene und wir waren ja früher auch mal Kinder. Und du hast dich doch gefreut, wenn du einen Erwachsenen irgendwo gehabt hast, einen Elternteil oder Nachbarn, der einfach auch mal auf dich, kennt man doch, du hast auf dem irgendwo, ich bin in so einer Siedlung groß geworden, ja, also mit so einem Innenhof. Und wenn dann irgendeiner dich verkloppt hat oder irgend, dann kam immer ein Erwachsener, sind die anderen Kinder weggerannt und du warst echt froh, weil so Erwachsene, die haben dann was gesagt, so, hey, was ist hier los, hier, hau mal ab jetzt hier. So, ja. Und daher haben wir als Erwachsene eine wahnsinnige Verantwortung und ich gebe dir völlig recht. Und daher ist das, diese Thematik auch ganz, ganz wichtig. Gerade nochmal, also das kann man gar nicht oft genug sagen, diese Zahl ist für mich wahnsinnig erschreckend. Und das kann nicht sein. Und das müssen wir eindämmen und wir müssen, und das ist zum Beispiel, wäre jetzt meine Botschaft, auch für gemobbte Kinder oder auch Kinder, die mobben, die auch teilweise Mitläufer sind. Es sind doch die wenigsten, sind doch die Anführer. Ja, und auch der Anführer, ja, vielleicht mal, ich weiß, dass der das jetzt, aber ich habe ja auch bestimmt Fans, die mich geil finden, cool finden, sagen, Micha Bart ist ja lustig, das ist ja hahaha, das ist ein bisschen Kerl. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber vielleicht dringe ich ja bei dem einen oder anderen vor und sage, Mensch, also ich persönlich, wenn man mir gefallen will, ja, und das will man ja vielleicht, der ein oder andere, dann, ich fände es cooler, wenn man so ein bisschen miteinander geht. Und vielleicht der ein oder andere auch in der Schule, wenn er das beobachtet, dass da so 3, 4 auf einen gehen. Wenn da so 4, 5 andere hingehen und einfach mal sagen, hör mal auf damit. Du musst die ja nicht verkloppen. Einfach mal sagen, hör mal auf damit. Ist ungeil. Also, was ich schön finde, dass ich heute Mario Barth mal von einer völlig anderen Seite kennengelernt habe. Ich liebe dich als Comedian, das weißt du. Ich bin Fan von dir, ich oute mich da regelmäßig. Aber mal die ernsthafte Seite von Mario Barth kennenzulernen und auch mal sein Blick auf die Dinge mal aus einer anderen Perspektive und den ernsthaften Mario Barth mal kennenzulernen, das war für mich heute wirklich eine große Freude, muss ich sagen. Ja, bitte. Aber Männer, ihr wisst auch, wir haben ein großes Stück Arbeit vor uns. Ja. Das ist definitiv ein großes Stück Arbeit. Und das ist immer so, er hat es gut beschrieben, es gibt in der Klasse immer 1 oder 2, die anfangen und 1 bis 3 meistens, die es betrifft. Es ist nämlich, die Mobber sind gar nicht das Problem, es ist die große Masse, genau, die mitmacht und schweigt. Und damit haben wir doch in Deutschland Erfahrung, mit einer schweigenden Masse, die eine geringe Anzahl alles machen lässt. Wenn das, und ich will das jetzt nicht sagen, dass die Kinder böse sind, aber wenn man bei den Bösen nicht eingreift und die Guten nichts tun, dann kann sie nicht gewinnen. Du musst eingreifen und den Kindern zu vermitteln, schaut nicht weg, greift ein. Jeder von euch kann ein Held sein. Gibt's ja auch. Es gibt ja ganz viele coole Kinder. Natürlich, also ich krieg das ja auch mit. Ich habe Patenkinder, die setzen sich für andere Kinder ein. Die sagen einfach, stopp hier, was machst du da? Das ist völlig unfair und lass hier nochmal in Ruhe. Das haben wir ja. Wir haben ja wirklich viele coole Kinder. Das darf man jetzt nicht, dass der Hörer nachher denkt, oh, wir haben nur so. Nein, es ist immer nur den ganzen coolen Kindern, Kids da draußen sagen, mach das klassenübergreifend oder so. Versuch doch mal andere auch mal zu motivieren und sagen, komm, ist ungeil, hör mal auf, lass die nochmal in Ruhe, jetzt ist ungeil jetzt. Und man, auch der Mobber, der mobbt, will ja letztendlich nur gemocht werden. Genau. Verstehst du? Und wenn andere plötzlich sagen, ey, pass mal, ich finde dich einfach netter und cooler, wenn du das sein lässt, dann, ich glaube, dass wir eine ganze Menge damit bewirken können, indem man einfach sagt, Mensch, verstehst du, ihr werdet auch so gemocht. Ich habe das ja bei dem einen oder anderen Video gesehen, wo das Mädel plötzlich weint, weil die sagt, ich will das doch gar nicht, ich will einfach am Anfang völlig hasen. Aber wenn du es steckst, und die will das nicht, die will nur geliebt werden, Mann, die wollen nur geliebt werden, ich will doch nur gefallen, mehr will ich doch gar nicht. Ja. Du musst sie öffnen und deswegen ist, wenn man mich immer wieder fragt, Carsten, an Schulen, in der Gesellschaft ist es ein Appell, was ist der Schlüssel gegen Mobbing? In den Schulen? Der Schlüssel gegen Mobbing ist das Herz. Nur wenn die Schüler am Herz erreichst, öffnen sie ihren Verstand und er lässt sie erkennen, was sie schon lange wissen. Und wenn sie aber nicht im Herzen reißt, ist es also nur von oben, ihr dürftet nicht machen, Verbote bringen gar nichts. Nee. Du musst sie aufklären. Das ist ganz, ganz, ganz Schlüssel wichtig. Und wenn wir diese Zahlen hatten, es gibt ja noch, es ist ja diese eine wichtige Zahl, die immer vergessen wird. Wir haben 500.000 bis 1 Million Fälle jede Woche von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen an unseren Schulen, jede Woche, das sind im Jahr zwischen 30 und 50 Millionen, das ist eine Riesenzahl. Und natürlich gibt es viele Schüler, die eingreifen und auch viele gute Schulen. Wenn ich sage, die Hälfte der Schulen sagt, wir haben kein Mobbing, heißt es, die andere Hälfte der Schule sagen, wir sehen es und wir machen es. Und mein Appell an alle, ihr habt keine Angst, euch einzusetzen, egal in welcher Position, also in der Politik, in der Schule, ob Schüler,
Und als Eltern, habt keine Angst, Stopp zu sagen, einzugreifen. Aber wenn wir in Deutschland nicht Mut zur Wahrheit haben, dann wird sich nichts ändern. Und das gilt für alle Themen, der Mut zur Wahrheit. Und das ist in unserer Gesellschaft immer ein Riesenproblem, Fehler zuzugeben und zu sagen, wir müssen etwas ändern. Ich habe Fehler gemacht, für die ich mich schäme. Bei mir war keiner da. Ist es nicht meine Pflicht, heute für andere da zu sein, die keinen haben, der für sie kämpft? Für mich hat keiner gekämpft. Und deswegen gibt es Stop Mobbing und deswegen mache ich das. Und sollte da jemand draußen sein, der mich nicht mag, ist kein Problem. Aber eins werde ich euch nicht sagen, solange es Mobbing gibt, wird es auch einen Carsten Stahl geben, der den Mund aufmacht. Und wenn ich etwas lauter bin, dann ist es so. Wenn es euch nicht passt, macht einfach das Radio leiser. Und heute hatten wir zwei sehr laute Neuköllner hier im Studio bei WB Radio. Carsten Stahl, Initiator von Stop Mobbing, und Mario Barth, unseren erfolgreichsten Comedian, den wir in Deutschland haben. Ja, der eine sagt so. Bist du nicht europaweit der erfolgreichste? Das ist der weltweit erfolgreichste Comedian, den wir haben bei uns, der heute mal wirklich sich mit einem ernsthaften Thema beschäftigt hat. Das finde ich super. Und Carsten, du weißt das, wir haben ja als Radiosender einen Song gemacht. Ja, ganz wichtig. Er hätte aber eigentlich, das wäre mir noch ganz wichtig, ich weiß ja nicht, wie deine Zeit ist, weil man könnte es. Du kannst dir den gleich mal anhören, der ist wirklich gut. Aber da haben wir halt immer so ein Statement, wo die Hand hinhalten, und da sind verschiedene Prominente. Du warst zu der Zeit leider noch nicht dabei. Und da hieß es halt immer, jeder sagt was, und wenn du da die Zeit finden könntest, einfach mal auch so ein Statement drin zu sagen, warum sie nicht Mobbing will, dann würden wir dich natürlich in den Song gerne mit einschneiden. Wir zeigen dir den vielleicht mal, hast du den mal kurz da? Ich habe den Song erstmal zum Hören. Ja. Wir zeigen Mario. Ich bin ja noch da. Ich wohne ja auch noch immer in Berlin. Ja. Ich bin ja nicht in die Schweiz gezogen und habe da jetzt ein Chalet, sondern ich bin ja weiterhin, das wollen viele nicht glauben, aber ich bin ja weiterhin in Berlin, und jetzt sage ich auch etwas, ich gehe auch selber einkaufen. Das ist der Hammer. Das ist super. Mit natürlich Nase, Mund. Aber natürlich mit Abstand. Ganz kurz. Ich möchte noch eins sagen, bevor wir uns hier verabschieden an dieser Stelle. Du wirst natürlich am weiteren an einem neuen Programm arbeiten. Ja, das machst du auf jeden Fall. Und das werden wir auf jeden Fall. Also nach Corona geht es ja irgendwann weiter. Also irgendwann, wie lange wollen wir das machen? Also irgendwann geht es ja weiter. Irgendwann haben wir es begriffen. Genau. Und zwischen den Programmen hast du Zeit für unsere Kampagne Stopp Mobbing, um als Promi zu unterstützen. Und jetzt hören wir uns den BB-Radio-Song an von unserem Mikey aus der BB-Radio-Morgenshow, der extra dafür einen Song geschrieben hat und der wirklich richtig, richtig geil ist. Und damit verabschieden wir uns hier vom großen BB-Radio-Mitternachts-Talk-Spezial. Auf Wiedersehen sagen Mario Barth und Carsten Stahl. Ich bin Jens Hermann und hier ist der Mikey.